Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zur Champions League. Es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Champions League, der Hype ist real. Und hoffentlich sehen wir Paris heute ausscheiden. Ich merke auf jeden Fall schon mal, was ich selber höre, dass der Ton, glaube ich, besser ist als beim letzten Mal. Ich glaube, der Ton ist deutlich, definitiv besser als beim letzten Mal. Ich habe hier und da mal ein paar Sachen am Mikrofon geändert. Also, herzlich willkommen natürlich an alle, die da sind. Helena, Theresia, Heinrichs, Robin Keller, Matthias Forster, Alpha Nils, Mr. Zaratox, Nicole Haubold, Einfach Patrice, Gaming Modul, Max FIFA, Yusufa Mokuku, Sascha, Carp Fischer, Mike Renner, Elia Taha, Paul Hinz, Jean Bon. oh Gott, voll. Was geht? Herzlich willkommen an alle. Das Spiel geht zwar gleich schon los, aber wir haben noch einiges zu klären, bevor es anfängt. Und zwar als allererstes Mal haben wir heute wieder einen Pausengast. Und zwar ist es der Nico vom eigentlich Kanal Real Nico. Er streamt gerade auf seinem Zweckkanal Real Nico live. Der Kollege hier unten. Ich kann euch gleich mal den Link reinschicken. Da könnt ihr ja schon mal irgendwie Grüße von Liha da lassen. Mit dem werden wir gleich in der Halbzeit sprechen. Das schon mal von Anfang an abgehakt. Ich schicke euch mal flott den Link rein. Könnt da kurz vorbeischauen, einmal Hallo sagen und dann natürlich auch wieder hier hinkommen, ne? Ganz klar. Und jetzt noch, bevor wir über das Spiel reden, noch eine kurze zweite Sache. Vielleicht kennt ihr ja die Internetseite FC Bayern Insight. Das ist irgendwie ja eine der größten FC Bayern München Webseiten im Internet oder die größte. Und zwar kooperieren wir hier mit denen. Oh, warte mal, ich will eigentlich auch gucken, wie ihr bei Real Nico reinschreibt. Scheiße, falls Leute machen. Fork. Alter, ich komme von Liha wild. Okay, haben auf jeden Fall ein paar Leute gemacht. Chillisch. Aber dann zweites, was ich noch zeigen wollte. Und zwar FC Bayern Insight. Die verlosen. Ach, jetzt ist da erst Werbung. Wartet kurz. Die verlosen nämlich ein FC Bayern Trikot auf ihrem Kanal und haben mich gefragt, ob ich das ein wenig promoten möchte. Und wartet mal, ich suche mal kurz hier, wo die Bedingungen direkt drin stehen. Und zwar, sie haben mir auch nochmal eine Nachricht geschrieben. Ich suche die auch nochmal schnell raus. Aber da seht ihr schon. Abonnieren, Größe und Lieblingsspieler und euer E-Mail oder Instagram in die Kommentare schreiben. Haben wahrscheinlich hier auch einige schon gemacht. Und dann könnt ihr ein FC Bayern München Trikot gewinnen. Und zwar, warte kurz. Also, man muss, um ein FC Bayern München Trikot zu gewinnen, kostenlos, könnt ihr einfach gewinnen mit Spielervlog. Ihr müsst diesen Kanal natürlich von mir, meinen Kanal abonnieren und auch deren Kanal FCB Insight. Hier, Link schicke ich euch. Ich schicke euch den Link zu dem Video. Müsst ihr den Kanal und meinen Kanal abonniert haben. Dann müsst ihr und einen Kommentar unter dieses Video posten. Und zwar mit der Größe und dem Lieblingsspieler und dazu noch euer E-Mail oder euer Instagram, wenn man die Kommentare durchguckt. Also sind schon 90 Kommentare, deswegen, haltet euch ran. Hier zum Beispiel, ich trage Größe L, mein Lieblingsspiel ist Lewandowski und dann E-Mail genauso. Das ist im Prinzip das Paradebeispiel. Dafür müsst ihr deren Kanal und meinen Kanal abonnieren. Morgen im Video kommt er nochmal, oder morgen kommt ein Video, da wird das nochmal, komplett beschrieben. Nur, dass ihr das wisst, morgen im Video und wird es normal ankündigt. Ansonsten, wenn ihr ein Bayern-Trikot gewinnen wollt, hier sind die Teilnahmebedingungen. Deren Kanal abonnieren, meinen Kanal abonnieren und dann könnt ihr das da abchecken. So, dann haben wir alles vor dem Spiel geklärt, würde ich sagen. Und jetzt können wir mit dem Standard rein starten. Paris soll raus. Amen. Gar keinen Bock auf PSG. Hype würde ich mal sagen, absolut. FCB, Miami Dolphins Fan, was geht ab? Ich denke 2-0 für die Blues, aber im Finale mehr für PSG, Chelsea. Ah. Was sagst du dazu, dass Mbappé nicht spielt? Finde ich nicht cool. Verstehe ich tatsächlich auch nicht so ganz. Ich meine, will man den dann irgendwann nochmal als Geheimwaffe reinbringen oder so? Keine Ahnung, Mann. Sehe ich nicht als smart. Lia Weiße, Vorwahl Osnabrück. Es geht ab. Paris has got the better individual players. Real Nico Army. Kuss. Alter, vielen, vielen Dank, Real Nico. Ich freue mich auf einen Halbzeit-Talk. Freue ich mich drauf. Habe ich Bock drauf. De Bruyne im Sturm. Ja, De Bruyne spielt da so eine Mittelstürmer-Zehner-Rolle. So eine hängende Spitze im Prinzip. Aber ist in der Formation als Stürmer aufgelistet. Moin Meister City, macht das. Ja, hoffen wir doch mal drauf. Hoffen wir drauf.
Ich bin 9. direkt Abo da gelassen. Ey, heute, letztes Mal, letzter Stream, ist das hier nur schwach hochgegangen. Deswegen heute ein bisschen mehr pushen. Was war denn letztes? Nee. Irgendwo war das ganz wack. Da war das ganz wack. Deswegen heute. Pusht euch. Pusht euch. Bei Leipzig gegen Bremen, da war das schwach. Alter, hier ist sogar ein bisschen Schnee in Manchester. Wird hier geschippt. Alter Schwede. Oh. Was ist, wenn Paris 3-2 gewinnt? Dann ist... Boah, ich weiß es gar nicht, wer wann weiter ist. Also, wir müssen ja hinspielen, ne? 2-1. 1-0 reicht nicht. 1-0 reicht nicht. Wenn Paris 2-0 gewinnt, sind sie weiter. 2-1, Verlängerung. 3-2-2, Man City weiter. Wir werden es gleich schon noch erfahren. Wir werden es gleich schon noch erfahren, was... Wir werden gleich schon erfahren, was wir brauchen. Hey, wie geht's? Mir geht's super. Seit PSG gegen Bayern habe ich alle Streams von dir gesehen. Freut mich. Das freut mich sehr. Ich hoffe natürlich auch alle Videos. Was sagst du Dortmund gegen Kiel? Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen, aber Dortmund rasiert man. Schade natürlich. Jetzt Kiel sehr gegönnt. Ich hätte es Kiel wirklich sehr gegönnt, aber schade. Was sagst du, Moraes Verletzung? Schade, schade, immer schade, wenn sich so junge Spieler verletzen. Generell Verletzung immer scheiße, aber bei so jungen Spielern auf jeden Fall auch. Paris wäre bei 2-3 weiter, okay. Ich denke, City wird es zu Hause nicht nehmen lassen. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Mal kurze Umfrage. Ich versuche mal, versuch zu schreien. Weil ich glaube, das Mikrofon ist jetzt wieder einwandfrei. Ich habe irgendwie in den richtigen Mikrofoneinstellungen auf dem PC habe ich den Pegel da runtergedreht. Und das USB-Kabel gewechselt und irgendwelche Filter runtergenommen. Und ich glaube, jetzt müsste das super sein, das Mikrofon. Das ist jetzt wieder richtig stark. Ganz ehrlich, wer guckt sich Leipzig gegen Kiel an? Hätte es ihnen aber auch gegönnt. Ja, aber Kiel, jeder wäre für Kiel gewesen. Eine ganze Nation hätte im DFB-Pokal für das gleiche Team gefeiert. So. Weißt du, weil sonst hast du immer... Weißt du, aber Leipzig, es gibt ja keine Leipzig-Fans. Deswegen, alle wären für Kiel gewesen. Wäre geil gewesen. Bonjour, Linus. Was geht ab? Es geht ab. Ganz ehrlich, wer guckt sich Leipzig gegen Kiel an, hätte es ihn... Achso, los, habe ich gerade vorgelesen. Bist ein richtiger Ehrenmann. Merci beaucoup, vielen Dank. Ups, was geht ab? Ey, ich bin halb aufs Spiel. Mein Tipp ist 0-4. Alter, 4-0 Paris. Krass. Das ist aber ein sportlicher Tipp, Bruder. Das ist aber ein sportlicher Tipp. Du bist bester Mann, danke, Mann. Also, ich habe echt richtig Bock. Wir haben noch 5 Minuten bis zum Anstoß. Streamst du morgen Chelsea gegen Real, Halle Madrid? Klar. Das Halle Madrid kann ich natürlich nicht unterstützen, aber morgen auch wieder live. Morgen bin ich auch wieder am Start. Moin an alle. Guten Tag, natürlich auch von mir, ne? Alle Neuen. Fühlt euch auf jeden Fall gegrüßt. Boah, mein Auge, ne? Mein Auge tut irgendwie extrem weh und ich habe das Gefühl, dass es auch hier irgendwo so ein bisschen rot ist oder so, ne? Ganz schlimm. Wie geht's dir? Super. Top-Spiel ist wildes Spiel, Mann. Moin, ich denke, City gewinnt safe. Paris ist raus oder noch nicht, aber hoffen wir es mal, ne? Kennst du leere Hände von Nico Santos, Sido und Samra? Nicht gehört. Ich höre generell kaum bis gar kein Deutschrap. Feierst du Barca? Mehr als Real, aber kein wirklicher Fan. Bayern holt vielleicht Draxler, habe ich auch schon gehört. Halte ich nicht viel von. Von der Idee halte ich wirklich gar nichts. Weil ich wirklich nicht weiß, was man mit Julian Draxler will. Digga, ich habe so ein System-Update gestern gehabt, ne? Und jetzt sieht alles übertrieben ekelig aus auf meinem Handy. Ganz abartig. Bayern soll auch Interesse an Hakimi haben. Mein letzter Stand war nur irgendwie auf jeden Fall Interesse an Usman Dembele.
Hakimi, guter Mann. Bayern und Messi, klar, Messi und Neymar. Löw hat aber Interesse an Draxler. Ja, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall kein Interesse an Draxler. Was ist dein Tipp? Achso, steht das hier nicht unten? Ich glaube mal, ich habe meinen Tipp da auch unten hingeschrieben. 2-0, 2-0. 2-0 Man City, habe ich glaube ich getippt. Was soll ich spielen? GTA 5 oder FIFA? Kann mich entscheiden. FIFA? I guess. PSG muss 2-0 gewinnen, um weiterzukommen. Si, Senor. Ein Tor De Bruyne, ein Tor Mars und eins Neymar. 2-1 Man City. Ah, jetzt kommt mein Tipp. Jo, 2-0. Ich habe da, was ich hier hinschreibe, immer ist mein Tipp 2-0 Paris, 2-0 Man City. Moin, heute ein bisschen spät. Hab noch einen anderen Stream angeguckt. Kennst du vielleicht Zü? Nie gehört. Gucken wir doch, suchen wir doch direkt mal. Suchen wir doch direkt mal. Zü. Zion. Nö, kenne ich den Kollegen. Nur 3000 aktive Zuschauer und das bei einer Million Abonnenten knapp. 3-1. Je dis que Man City remporte en victoire au PSG aujourd'hui. Bonjour, messieurs. Je ne parle pas français. Bien. Guckst du das Spiel oder zeigst du uns auch? Also, ich gucke da. Hä? Lost. Ja, klar, gucke ich das Spiel. Junge, ich hasse dieses neue Snapchat-Update. Das sieht so schlimm aus. Champions. Wer ist denn im Spiel? Alfonso Davis. Alfonso. Mir wurde letztens leider gesagt, dass mein Gesang übertrieben schrecklich ist und ich deswegen nicht singen sollte bei der Champions League-Hymne. Real Talk, es war so wild. The Champion. Hier, ich hab's auch hochgeladen irgendwo. Hier. Digga, wieso ist die Qualität denn so shit? Wieso ist die Quality so shit? Geht doch. Dieser The Champions. Digga, das ist doch so ein genialer Gesang. Naja. So, was ist dein Lieblingsteam? Ich bin Bayern-Fan. Julius Fischer auch am Start. Was geht? Wenn PSG verliert, gehen die Fans wieder auf die Straße. Würdest du Wijnaldum bei Bayern fühlen? Ja, aber ich glaube nicht, dass das so eine nötige Position ist, Mann. Phil, was geht ab? Moin. Go City. Ich bin auch absolut City. City pushen, wir können immer, wir sind knapp 70 Leute. Umfrage. Eins in den Chat. Eine Eins in den Chat, wenn ihr für Manchester City seid. Und eine Zwei in den Chat, wenn ihr für Paris Saint-Germain seid. Eins Manchester City. Eins, wenn ihr für Man City seid. Zwei, wenn ihr für Paris seid. Drei, wenn es, keine Ahnung, euch nicht juckt. Was haben wir denn hier? Ich fällt dich hart, Kuss geht raus. Eins, 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 eins. Zwei, eins, eins. Zwei, eins, eins. Zwei, eins, zwei. Sehr gut. Ich finde schon mal, wir sind größtenteils so. Die meisten sind für Paris hier. Gegen Paris hier, für Manchester City. Natürlich, die meisten Bayern-Fans werden natürlich gegen Paris sein. Deswegen freue ich mich doch sehr, dass wir hier uns so zahlreich zusammenfinden und viele, viele gegen Paris sind. Wie schön. Wie schön. Oh. Ich brauche die Uhr. Also, Mbappé sitzt auf der Bank. Das ist natürlich komisch. Das ist natürlich komisch. Und vorne stürmt Icardi. Das fühlt sich ganz komisch an. Das sieht auch ganz komisch aus, Mann. Ich bin Bayern-Fan, bin für Paris. Was los? Und es. Ach, die machen immer erst. Jedes gottverdammte Mal falle ich drauf rein. Der Schiedsrichter pfeift an und die knien erst einmal. Digga, Bro, wieso bist du als Bayern-Fan für Paris? Übel los. Bin BVB-Fan und gegen Paris. Ja, smart. Und jetzt geht's los. Champions League Halbfinale Rückspiel. Paris Saint-Germain startet mit dem Ball. Ist mal hinten rum. Ich muss sagen, oh, da wo liegt direkt mal der erste Spieler. Florenz liegt direkt mal nach 8 Sekunden auf dem Boden und hat irgendwie Schmerzen. Fonsi Beste. Noch bei einem Fanschlag ein.
Mbappé hat ein Warenproblem, ist nicht bei 100%. Ach so. Foden teilt da direkt gegen Florenzi aus. Zienko spielt den, oder Zienko, wie auch immer, Bro. Ist mal hinten rum. Ich finde, es ist irgendwie wirklich, wirklich ein bisschen Schnee und das finde ich dann doch irritierend, vor allem im Mai. Vor allem im Mai. Das ist, ui, verwirrend. Oha, also. Die Teams hier gefühlt jetzt beide am Anfang Problem. Dreht mal, zeigen wir die Hosen. Na klar, im eigenen Stadion. Da muss es so und auch De Bruyne mit einem kleinen Foul. Ja, die wollen sich beweisen. Die wollen sich beweisen. Ich bin auch bei einem Fan. Top. Kriege ich ein Hey. Hey. Fangesänge. Guter Call. Oh, warte mal. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Fangesänge zu laut sind. Okay, die Fangesänge sind auf jeden Fall im Verhältnis deutlich zu laut. Jetzt hört man sie quasi gar nicht mehr. Warte mal, Kommentator, sei mal still. Okay. So, ich hoffe mal, das ist jetzt so, könnte es ganz angenehm sein. So, wenn es irgendwann zu leise ist, zu laut, müsst ihr es einfach in den Chat schreiben. Genau. Alter, Paris vorne. Neymar. Mit einem Seitenwechsel, aber viel zu weit für Florenzi. Viel zu weit. Hätte am Donnerstag wieder nach 6 Monaten Schule. Jetzt ist die Inzidenz wieder zu hoch. RIP. Das hältst du von Schalke. Schade, dass die absteigen. Kennst du Chef? Welchen Chef? Das ist gut für Man City, weil MAP hat Wadenprobleme und sitzt erstmal auf der Bank. Genau. Ja, ja, ihr seht ja hier. Ist ja die Aufstellung. Sieht man ja, dass der Bruder nicht dabei ist heute. Aber Verratti mit, alter, ordentlichem Einsatz hier. Und für den Ball aber auch direkt prompt wieder. Google. Macht Meter. Und PSG steht riesig. Steht wirklich sehr hoch. Alter, Man City hat schon dreimal gefault. Was ist denn los? Ja, die wollen hier zeigen, wer die Hosen hat. Wer Herr im Haus ist. Der ist Chef auf YouTube, keine Ahnung. Kenne nur Chef Schobel, den Bruder. Hast du morgen Präsenzunterricht? Nee. Ich habe auch generell morgen auch keine Konferenz oder so. Ich habe so, das heißt Inspirational Week. Da kann man sich so verschiedene Leute aus verschiedenen Berufsfeldern anhören. Was die so erzählen. Lieblingsessen und Getränk. Lieblingsessen Cordon Bleu. Und Lieblingstrinken Paulaner Spezi. Man City läuft richtig früh an. Also Man City läuft im gegnerischen Fünfer die Verteidiger an und den Torwart. Man City weit vorne. Neymar über links. Zienko ist über das ganze Feld gezogen, um auf der Seite zu verteidigen. Aber es war auch Di Maria. Paulana spielt die beste, Digga. Paulana spielt sie so nice, so nice. Wie findest du den Abschied von Javi Martinez von FC Bayern? Ja, schade, aber der ist halt einfach, ja, zu alt. Also, keine Ahnung. Hat er schön gespielt für den FC Bayern jahrelang. Aber jetzt ist es auch, hat er auch lange genug gespielt. Paris steht zwar sehr hoch im Aufbauspiel, aber spielt auf jeden Fall ruhig nach vorne. Verratti auf der 10, das verwirrt mich auch total. Verratti auf der 10, das verwirrt mich total. Ball in Strafraum in Richtung Di Maria, das wird nichts. Verratti spielt ihn rüber. Und da hat Neymar ihn, schießt, wird geblockt von Stones. Verratti holt sich den zweiten Ball. Ja, hat ihn. An der Herrera, wieder raus und jetzt Neymar. Entweder geht gegen Kai Walker ins Dribbling, oder sind Walker, Mahrez und noch ein Dritter. Paris hat den Ball im Strafraum, Di Maria schießt, aber der wird auch geblockt von Bernardo Silva. Ist so, alle mal Like und Abo da lassen.
Mord ist kein Mord. Support ist kein Mord. Ah, die Maria kommt zu Fall, möchte einen Elfmeter haben, aber. Kennst du Luca auf YouTube, der hat 4 Millionen Abos? Ja, kann ich überhaupt nicht leiden. Ehemaliger Concrafter, Mann. Was wird Nagelsmann in Bayern erreichen? Keine Ahnung. Auch ein 6-Tupel gewinnen? Man weiß es nicht. Hoffentlich viel. Ob ich wird er zu einem der besten Trainer der Welt? Hoffentlich. Walker. Will den Ball lang rausschlagen. Ei. Und der Ball geht nicht ins Aus. Verratti holt sich den ja gut wieder. Neymar im Strafraum könnte den Rückraum legen auf Icardi. Will er auch, aber schlecht. Oh. Hans Paris reklamiert Handspiel. Und es gibt einen Handelfmeter. Verratti hier ZOM bei dir. ZDM. Ja, nein, nein. Der ist halt einfach nur als ZM aufgeführt. Also der ist halt. Ne, FIFA 4-3-3, die vierte. Hast du auch drei Mittelfeldspieler und einer davon ist ZOM. Nie im Leben ist das ein Handspiel. Also es gibt den Elfmeter für Paris, aber nie im Leben war das ein Handspiel. Nie im Leben war das ein Handspiel. Elfmeter gibt es, aber das war sowas von kein Handspiel. Er guckt sich das nochmal an und das wird absolut safe zurückgenommen. Absolut safe. Ja, absolut. Zienko wird da beschuldigt des Handspiels, aber das war absolut einfach eine Schulter. Wenn er das pfeift, dann Ich wollte schon sagen, es war absolut Schulter. Das wäre super frech gewesen. Hätte er hier einen Elfmeter gegeben, wäre super frech gewesen. Ja, hat er gut erkannt. Gut erkannt. Vielleicht kannst du das Gesamtergebnis nämlich das jetzige machen. Das Gesamtergebnis läuft ja auch hier unten durch. Also der. Aufmerksam. Digga, wieso ist es denn, wenn ich. Bist doch hier so. Wie auch immer. Da steht es ja, das Gesamtergebnis. Das ist immer irgendwie schwierig, das hier unten zu zeigen, aber da ist es ja. So, das ist natürlich wichtig, dass das kein Elfmeter war. Muss Elfmeter sein, Bro. Wer da sagt, dass das ein Elfmeter war, der hat einfach keine Ahnung vom Fußball. Das war ja sowas von kein Elfmeter. Nein, es gibt keinen Elfmeter und das war auch keiner. PSG wollte wieder Ref kaufen, sowas von, Mann. Aber das wäre auch zu offensichtlich gewesen. Aber das war sowas von kein Handspiel. Bayern bester Verein, safe. Absolut true. Weiter Einwurf nach vorne auf Riyad Mahrez, aber der verliert den Ball gegen Kimpembe. Molle wieder am Start, nice, das war Schulter, ja. Könntest du dir vorstellen, mal ein Schiri in der Kreisliga zu sein? Nee. Nee. Also ich wollte mal einen Schiedsrichterschein machen, aber habe ich mich dann doch gegen entschieden und dann. Digga, was ist denn los hier? Gott. Welchen Trainer würdest du für Bayern wünschen? Naja, ich habe mir Nagelsmann gewünscht und jetzt ist Nagelsmann da, also. Wenn das Elfmeter hätten die Bayern 10 bekommen. Ja, wirklich. Die Bayern hätten aber auch Retop mindestens einen bekommen können wegen Handspiel. Mahrez wird da auch von den Bayern geholt von Neymar. Schöne Locken, Natur. Ja, die sind Natur, aber. Nee, nervig. Marquinhos ist momentan so stark, der Typ ist echt ein Brecher da hinten drin. Mann. Hansi war auch gut, Hansi war zu 10 aus 10. Man City startet die nächste Offensivaktion. Zienko hat den Ball auf links. Zurückgespielt. Martin Berger, lass das. Für wen bist du? PSG. Bin für PSG. Oh Junge, für Man City. Ich bin für Man City. Ich bin für Man City. Hast du PSG-Trikot an? Nee. Ich habe auch nur T-Shirt. Langer Ball in die Spitze. Nicht in die Spitze, aber auf außen. Zinchenko hat ihn. In den Rückraum. Kevin De Bruyne. Schuss wird geblockt. Na, Schuss. Mahrez. 1-0 für City. Let's go. Let's go. 1-0 Man City. Let's go. Let's go.
Let's go! 11. Minute! Riyad Mahrez! Let's go! Let's go! Wichtig! Wichtig! Langer Ball auf Zinchenko. Wundervollen Rückraum abgelegt auf De Bruyne. Der Schuss wird geblockt. Und keiner hat Mahrez im Blick. Und der macht das Ding dann, Alter. Paris braucht 2 Tore für Verlängerung. Oh ja, das könnte jetzt heiß werden. Wichtig und richtig. Sowas von, Mann. Sowas von. Let's go. Let's fucking go, Mann. Oh, das freut mich direkt richtig, Alter. Scheiß Paris, raus mit denen. Da, ah, wie schön. Da. Ah, wie schön. Ah, das freut mich doch, Mann. Wichtig, wichtig. Wichtig, Digga. Let's go. Erinnerst du dich, sagte Tor von Mahrez, Junge, zu nice. Bin wieder da, fast immer, wie du weißt. Top. Ei, Stones, oh, ohne Foulspiel. Schön. Mahrez mit KDB. Oh, Mahrez, schöner Pass. De Bruyne gewinnt das Laufduell gegen Kim Pembe, welchen in die Mitte spielen. Der kommt aber nicht durch zu Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Hat er sonst seinen Schnauzer wieder abrasiert? Hatte nicht Alisson den Schnauzer? Paris bester Lügner. Cap. Stop the Cap. Neymar zieht mal. Will. Ah, oder kommt auf rechts außen. Aber Zienko. Na, hätte den Ball uns ausgehen lassen können. Nimmt ihn auf. Foden. Jetzt haut Zienko ihn hinten raus. Raus mit PSG. So true. So true. Oh, das Dollarzeichen. Smart. Gündogan verteilt er den Ball ganz ruhig. Schlechter Pass in Richtung Stones, aber der kann ihn holen und verteidigen. Kein Fußballfan kann für PSG sein. So true. So true. Läuft das Spiel Free TV? Nee, nur DAZN und, also DAZN und Sky tatsächlich, aber. PSG einfach pay to win, no cap. Ja, so ehrenlos, Digga. Scheiß PSG, die haben es nicht anders verdient. Ja, die Nachricht, die werden wir doch. Die werde ich doch höchstpersönlich mal genehmigen. Wenn Bayern nicht gegen PSG gespielt hätte, wärst du jetzt im Spiel für Paris. Nein, auf keinen Fall. Ich feiere Paris auch so nicht. Auch dann wäre ich für Man City. Auch dann wäre ich für Man City. Max Ronaldo auf keinen Fall. Gar nicht. Neymar. Di Maria. Oh, ich startet. Links raus. Diallo. Geht in die Mitte. Ederson. Kein Problem. Ja, Ederson hat keinen Schnauzer. Der hat so einen All-Around-Bart. Der hat so einen All-Around-Bart. Er hat einen All-Around-Bart. Wenn es tatsächlich für PSG einfach wegen Marquinhos. Der Mann spielt ja schon so lange und hat sich einfach einen geilen Titel verdient. Marquinhos will der Typ, aber nö. Ich hatte mal so einen 86er roten Inform von dem. Der war übel schlecht. Bis auf FIFA 19. Warum spielt Sterling nicht? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, Neymar erobert gut den Ball. Läuft und wird dann von Gündogan gefoult in einer gefährlichen Position, Mann. Gefährliche Position. Wie ist das Wetter in Manchester? Im Live-Ticker heißt es, es schneit. Stimmt das? Ja, es schneit. Naja, ob Schnee ist so. Also, Schnee, Hagel, irgendwas auf jeden Fall. Es liegt irgendwie so. Ja, schon Schnee. Es schneit schon ein wenig, ja. Ja, voll von Gündogan hier, da kommt er zu spät. Was heißt Free-to-Play? Also kostenlos. Free-to-Play sind Spiele, die man kostenlos spielen kann. Eher Hagel, ja, es ist schwierig. Nicht Zienko, sondern Zinchenko ausgesprochen. Ja, ich weiß, aber kann ich nicht leiden, Digga. Kann ich nicht leiden. Neymar steht hier zum Freischuss bereit und auch Di Maria. Mods kann man an der Marian TV raushauen. Auf den habe ich ja gar keinen Bock mehr. Di Maria. Neymar steht eigentlich recht entschossen. Einer liegt unter der Mauer. Alles ziemlich eng gestaffelt am Strafraum. Neymar mit dem Freischuss geht in die Mauer drüber. Sehr stark.
Können wir nochmal kurze Umfrage machen? Nochmal, jetzt sind wir nochmal doppelt so viele Leute wie vorhin. Eins in den Chat. Eins in den Chat, wenn ihr für Manchester City seid. Eins Manchester City, zwei Paris Saint-Germain. Eins Manchester City, zwei Paris. Ich bin auf jeden Fall für Man City. Eckball von Neymar kommt ziemlich nah vors Tor gedreht, wird von De Bruyne erstmal rausgeschlagen. Man City ist scheiße. Sehr cool. Okay, der Großteil ist nach wie vor. Jetzt ein paar mehr für Paris, aber der Großteil ist. Ui! Marquinhos Lattentreffer! Aber der Großteil ist. Der Großteil ist nach wie vor zum Glück für Man City. So wie ich auch, Mann. Da verstehen wir uns doch. Mahrez. Gündogan spielt ihn raus auf Bernardo Silva. Der steckt einen weiter auf Kevin De Bruyne. Der legt den in Rückraum, aber zu knapp vors Tor. Schade. Was ist die Abkürzung von HS, Bro? Du hattest einen Job, Digga. Und das ist. Dude, und das war schon die falsche Frage. Das war einfach auch schon der falsche Satz, Digga. So lost. Familie Arman, Digga. Fett reingekackt. Marquinhos ist der neue Erfolgsgarant. Fast jedes Spiel ein Treffer momentan. Ja, aber nicht, Mann. Ich folge dir auf Insta sehr gut. Irgendwo hat einer geschrieben, schaffen wir heute 9650. Ich hoffe doch, Minimum. Also, wenn ihr neu seid, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo natürlich. Aber locker, locker, oder? Müsst ihr doch einfach safe schaffen, Mann. Ja, reicht es auch mit den Zahlen, Mann. Es reicht. Streamst du Samstag 15:30 Uhr Dortmund gegen Leipzig? Ich bin nicht mehr noch unsicher, aber muss eigentlich. Ne? Aber ich schreibe halt Montag auch Chemie, deswegen schwierig, aber muss halt einfach. Das ist das Topspiel. Vorhin wird hier Handspiel gepfiffen. Manchester City mit einem Bein schon in Istanbul. Ja, Mann, sowas von. Ey, yo, Digga. So lost. So lost, Digga, auf keinen Fall. Wenn es sehr gut läuft, dann vielleicht 10k. Ja, ich glaube nicht heute. Nicht heute. Aber vielleicht ja nächstes Wochenende. Bayern gegen Gladbach, Bayern wird Meister. DFB-Pokal kommt Free TV. Yo, ganz richtig. So Bock auf Cordon Bleu. Sane. Freistoß für Paris, der wird aber reingeflankt. Neymar bringt den lang rein. Kimpembe oder Marquinhos, einer von beiden kommt zu Fall. Ja. Kimpembe liegt da im Strafraum. Oh, und eine Balleroberung! Die Maria kriegt den Ball, schießt einfach drauf. Er hat aus 30 Metern aufs Tor geschossen, weil er ihn bekommen hat. Und das war richtig knapp, Mann. Yo, wow, wow, wow. Yo, wow. Ederson wirft den mit dem ja, Abwurf zu Gündogan, nee, zu Bernardo Silva. Der kontrolliert den Ball nicht. Der springt direkt zu Neymar. Und der schießt und der kann auch gut und gerne reingehen. Hi. Wer ist dein Lieblingsspieler? Alphonso Davies. BVB Leipzig bekommen wir sehr oft in dieser Zeit am Samstag und die Woche drauf. Ja, genau. PSG ist schon etwas stärker geworden. Wann kommt wieder Karriere mit VfL Osnabrück? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ice Stones hat auf jeden Fall Fat Kimpembe seinen Ellenbogen ins Gesicht geschlagen. Ei. Haaland gegen Leipzig wieder dabei. Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe auch das Spiel am Samstag. War es Samstag? Am 1. Mai das Spiel von Dortmund im Pokal gegen Kiel habe ich gar nicht gesehen. Das Spiel habe ich nicht gesehen. Leipzig gegen Bremen. Das war krass.
Man City startet jetzt wieder mit Ballbesitz hinten raus. Heieiei. Nachdem Ekimpembe wir kurz behandelt wurde, kann weitermachen. Und... Ui, gut gemacht. Foden kommt da schön entgegen. Der Lost, wer sowas jetzt auf TikTok guckt, sich den Stream davon. Also absolut abartig, wieder irgend so, wer mit seinem Handy dann so den Fernseher abfilmt und das Ganze musst du auch noch im Hochformat hier reinziehen. Bäh. Foulspiel gegen Phil Foden. Wird da von Herrera rumgeschubst. Wer ist denn übrigens Mittelstürmer? Pff, keine Ahnung, Mann. Ist das Team von Pep Guardiola heute eher auf Konter aus? Ja, also bisher auf jeden Fall. Das Gefährlichste war aus Kontern. Hä? Ei. Moin, Meister. Hier ist auf jeden Fall Herrera, hier ist Feuer drin. Der Schiedsrichter lässt sich auf jeden Fall pfeifen, nicht jede Kleinigkeit, wenn jedes Mal, wenn Paris am Boden liegt, dann ist gerade wurde Schwalbe gepfiffen von Paris oder so. Auf jeden Fall wild. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild. Und da gibt es auch mal die gelbe Karte direkt gegen Ander Herrera. Ich habe gerade abonniert. Kuss. Wen findest du am besten von Man City? Ja, also wenn man Kevin De Bruyne nicht meint, wenn man nicht meint, dass Kevin De Bruyne der beste Spieler von Man City ist, dann halt einfach Lost, Real Talk. Also natürlich Kevin De Bruyne. Ich bin dafür, dass Bayern die Bundesliga holt. Amen. Ha, Mike, hast du gedacht, Digga. Hast du gedacht? Mike hat auch gehofft. Zinchenko wieder hinten rum mit Ruben Diaz. Boah, Man City aber auch mit riskanten Bällen, aber sie kommen an. Und Walker schickt mal Mahrez auf die Reise. Na? Bernardo Silva oder Mahrez? War Bernardo Silva, der jetzt mit einem Seitenwechsel auf Zinchenko. Der läuft jetzt in Richtung Strafraum, will einen Doppelpass mit Foden spielen, kriegt den Ball zurück. Kann jetzt aber keine Flanke spielen, weil auch kein Man City nicht den Stürmer für eine Flanke hat. Icardi. Und Neymar läuft mal. Di Maria schickt ihn aber viel zu weit. Ederson kann ihn aufnehmen. Neymar ist teurer als die Bayern-Startelf im Finale. Ist irgendwie traurig. Für wen? Also vermutlich für PSG, nicht für Bayern, weil es ja, ne? Eigentlich gut, wenn man mit einer nicht so teuren Elf ins Finale kommt. Weil Bayerns Elf, was waren das? Habe ich mir immer mal auf TikTok gespeichert. Das waren gefühlt 65 Millionen oder so, nur die Elf gekostet hat. Die Startelf. Oh, gute Ballverlängerung, wollte ich gerade schon sagen, von Di Maria. Da wäre Riccardi fast dran gekommen, Mann. Ich fühle den Wechsel Hakimi zu Bayern nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ist ja auch noch nicht safe. Ist ja erstmal nur ein Gerücht. Ist ja erstmal nur ein Gerücht. Zinchenko. Wieder über links Foden. Und De Bruyne. Riccardi noch gar nicht im Spiel, Mann. Zinchenko hat den Ball jetzt auf links außen. Bernardo Silva hat den Ball. Gündogan wird sehr viel auf der linken Seite, Mann. Moin, was geht, Maximilian? Es geht ab. Fertig übelst. Bäh, übelst, auch so schlimm. Fertig übel. Das ist einfach so. Gündogan mit einem schlechten Seitenwechsel, kommt nicht auf Walker, aber auf Mahrez an.
Mbappé spielt, also ist dabei, aber er spielt noch nicht, ne. Der hat Wadenprobleme. Der ist nicht ganz fit. Wieso hat er die nicht im Viertelfinale gehabt, Digga? Wieso hat er die nicht im Viertelfinale? Und De Bruyne fängt dann Ball ab und jetzt kann es schnell gehen. Foden möchte ihn querlegen oder durchstecken in Richtung Mahrez. Hat ihn aber nicht. Lies oben, Bro. Das heißt, lies oben und schreibt den Scheiß nachher einfach nochmal. Ganz im Ernst. Übel aus Man, so ein Club wie Man City, die so viel Geld haben, die haben doch safe eine Rasenheizung. Wieso machen die das nicht an, Digga? Der Schnee nervt übel, der da drauf ist. Neymar läuft in Strafraum, La Croquette an Gündogan vorbei. Auf Verratti in Rückraum. Man City schieben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler im eigenen Strafraum. Und ein Ball auf Ferreira, der kommt auch nicht an. Was sagst du zu Mourinho, the special one heute? Bekannt, offiziell Trainer von AS Rom für 3 Jahre ab der kommenden Saison. Habe ich mitbekommen. Feiere ich nicht so, passen auch nicht so sehr zusammen. Konnte Paris noch nie leiden, same. Langer Ball. Ui, schöner langer Abschlag auf Walker. Der startet jetzt durch, überläuft Diallo, kriegt den Pass da aber nicht zugespielt. Jetzt kriegt er den Pass auf Außen. Kevin De Bruyne. Oh, schöne Idee von Zinchenko. Oder Foden. Und es gibt eine Ecke für Man City, Mann. Was sagst du zum Trainerwechsel von Nagelsmann zu Bayern? Habe ich 2 Videos gemacht auf meinem Kanal. Einfach abchecken, Mann. Einfach abchecken. Eckball wird irgendwie kurz ausgeführt. Genau, De Bruyne kriegt den Ball im Rückraum, flankt von dort aus rein. War jetzt aber nicht so gefährlich. Man City hat den Ball aber nach wie vor. Mahrez mit der nächsten Flanke. Wird auch nichts. Und Fernandinho im Zweikampf gegen Verratti, aber das war ein Vorspieler. Der ist der Tottenham-Trainer, keine Ahnung. Für wen bist du im Finale? Dortmund oder Leipzig? Mir egal. Mir egal. City muss weiterkommen. True. Ich finde so Son, Yeoming Son, wilder Typ. Wilder Spieler. Nagelsmann schafft noch Double mit RB. Mach dir mal keine Hoffnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Wer gewinnt die Meisterschaft? Ja, Digga, Bayern, natürlich. Als Bayern-Fan kann ich ja nur Bayern sagen. Wenn Neymar zu den Bayern wechseln würde, täte ich Schalke-Fan werden. Oh, oh, oh. Gott. Kannst du mich grüßen, Bro? Nö. Ah. Hm. Wie muss Paris spielen, um weiterzukommen? Besser als 2-1. Besser als 2-1, also 3-1. 3-1, 4-2 und sowas wahrscheinlich. Bei 2-1 gibt es Verlängerung, wäre auch wild. De Bruyne mit einem krassen Finesse, aber De Bruyne versucht den Finesse auch low-key zu oft und der ist trotzdem, kommt nicht so gefährlich gerade. Alter, wir sind Liga 2 wieder. Wild, wild. Hallo erstmal. Hallo Nicole. Hallo Nicole. Dream Team? Keine Ahnung. Lass Abo auf deinen Nacken, da ist so. Abonniert den Kanal. Hier. Seht ihr, da oben. Da muss mindestens 50 heute noch raus werden. Wäre wack, wenn nicht. Was würdest du sagen, wenn Messi zu Bayern wechselt? Keine Ahnung, wer will, aber das sind so unrealistische Dinge, so das. Mahrez Ehrenmann, Digga. So ein Baba-Typ. So ein Baba-Typ.
Di Maria. Oh, auf Neymar so los. Er hätte Diallo mitnehmen müssen auf rechts. Jetzt wird aber Florenzi mitgenommen. In Rückraum. Oh, und Icardi. Icardi lässt durch für Neymar, aber da stand keiner mehr. Und jetzt startet Walker. Bernardo Silva nimmt jetzt das Tempo ein bisschen raus. Links raus und links außen steht Kevin De Bruyne. Bin heute nicht aktiv, muss so tun, wie wenn ich lernen würde, aber lass Stream offen. Strong. Wo liegt der Preis? Wofür? Messi zu Bayern realistischer als Haaland zu Osna. Ja. Neymar. Paredes schlägt den Ball. Oh, das sah irgendwie gut aus. Sah irgendwie cool aus, die Aktion. Raus auf Diallo. Ha. Für ein altes Fallholz-Erklärvideo cool. Oh Gott. Oh Gott. Was sagst du, Verletzung von Matteo Morey war schlimm mit Anzeigen? Ich habe es tatsächlich nicht live gesehen. Ich habe nur die Verlängerung gesehen. Die Highlights gesehen am nächsten Tag. Nur die Highlights am nächsten Tag gesehen, Mann. Neymar. Alter, wir haben hier oben. Jungs, pusht euch weiter, immer weiter, weiter, weiter. Neymar. Versucht zu schießen, aber da ist alles zu. Da stehen 2, 4, 6, 8 Spieler halt im Strafraum. 8 Man City Spieler stehen im eigenen Strafraum. Oh Mann. Neymar. Wieder rüber auf Marquinhos, ein bisschen zu weit. Der versucht jetzt zu flanken, aber viel zu weit. Den kann Ederson ganz entspannt aus der Luft pflücken. Gar kein Problem, Mann. War übel die Verletzung. Die gute Besserung an der Stelle. Der Trofer auch wieder am Start. Es geht ab. Es geht ab. Phil Foden ist es, der über links außen läuft. Oh, mit einem La Croqueta. Chelsea oder Real? Ich hoffe mal, Chelsea packt das, weil ich Real überhaupt nicht leiden kann. Real kann ich gar nicht leiden. Ist noch was passiert nach dem Tor? Pfostenschuss. Kopfball an die Latte von Icardi. Und Di Maria hat aufs leere Tor einmal daneben geschossen aus der Distanz. Klar, ich spiele in der U13 von Stuttgart, ich habe einen Vertrag mit dem FC Bayern unterschrieben. Klar. Wie lief Französischprüfung letzte Woche? Ja, war okay, hätte deutlich besser gehen können, aber wenn man halt die Sprache nicht so richtig kann, dann war es okay. Alter, noch 350 Leute to go, Digga. Wie alt bist du? 16. Hoffe, Paris fliegt raus. Richtig, sind sowieso unverdient weitergekommen gegen Bayern. True. Note noch nicht wiederbekommen. Kam gerade dazu, wie viel steht es insgesamt? Oh, da steht es gerade. 3-1 ist das Gesamtergebnis. 3-1 ist das Gesamtergebnis. Gerade auch gesehen. Ja, kein Problem. Kein Problem. Oh, also Man City presst weiterhin vorne ziemlich stark drauf. Freunde, Wir gucken seit 3 Jahren 16. Ja, gefühlt halt Real Talk. Gefühlt halt Real Talk, Digga. Spielst du FIFA? Nur noch Pro Clubs. Nur noch Pro Clubs. Diallo hat mal viel Platz auf außen. Aber bringt ihm auch nichts. Neymar gönne ich es auch so sehr, dass er rausfliegt. Ja, Mann. Ehrenlos, der Hund. Flanke von Di Maria wird abgeblockt und Diallo bekommt ihn. Hat einen zweiten Versuch. Ander Herrera schießt. Der kam gar nicht schlecht, aber doch noch mal ein bisschen drüber. Ich muss irgendwie rausfinden, ob man in meinem Auge irgendwas sieht, weil das tut zu weh, Digga.
spiel doch Fortnite, nö. Warum hast du mich rausgeschmissen? Keine Ahnung, das haben wirklich dumme Fragen gestellt. Für wen bist du? Man City. Warum zeigen YouTuber das Spiel nicht? Ist nur so eine Frage, weil man es nicht darf. Weil die Copyright, die TV-Rechte sind halt bei The Zone und bei Sky für das Spiel. Und das, ja, die sind halt arschteuer. Und wenn man die zeigt, ohne dass man das darf, gibt das halt eine fette Geldstrafe. Wo guckst du? Ich guck bei The Zone. Wenn Paris nicht gewinnt, bin ich kein Paris-Fan mehr. Alter, du bist ja ein treuer Fan. Also sind jetzt noch knappe 10 Minuten bis zur Halbzeit. Und abgesehen von dem Tor und den gefühlten 5 Minuten danach geht hier nicht so viel ab. Da geht hier nicht so viel ab. Magst du Paris? Nö. Hilf Manchester City? Same. Same. Wer denkst du gewinnt die Champions League? Ja, Man City ist das beste Team, was noch drin ist. Man City ist das mit Abstand beste Team, was noch drin ist, Mann. Welche Mannschaft empfiehlst du mir für FIFA-Karriere? Keine Ahnung, wenn du gewinnen willst, vermutlich Bayern oder Paris oder... Barca, Real, Man, irgendwas aus England, Manchester City, Man U, Tottenham eher nicht, Liverpool, diese Teams da halt so. Paris vs. Bayern war bisher viel krasser und spannender. Ja, das war wild, das Spiel. Das war wild. Das war wild. Paris, solche Lappen, Bayern unverdient rausgeflogen. Junge, ich habe ja ein Highlight-Video von meinen Reactions dazu hochgeladen, ne? Junge, ich bin da ja wirklich, bah, ich bin überhaupt nicht gefeiert. Ich überhaupt nicht gefeiert. Neymar jetzt hier, ui. Neymar ist schon, der ist schon ein bisschen salty. Der ist ein bisschen sauer schon. Was sagst du zu Martinez jetzt endgültig weg? Ja. Keine Ahnung. Ich meine, der Typ ist jetzt halt einfach alt. Deswegen, der kann halt nicht ewig jung bleiben, ja. Flick besser kann man, Flick besser Nagelsmann, oder? Ja, true. Das beste Highlight-Video ist mit Tigges. Nee, ich meine hier auf meinem richtigen Hauptkanal, da habe ich ausgiebe eine lange Reaktion-Highlight dazu aus, hochgeladen. Aber auch auf dem Shorts-Kanal auch schon wilde Sachen. Man City, von Man City kommt, also von Man City kommt offensiv jetzt nicht mehr viel, aber von Paris kommt einfach auch zu wenig. Man City tankt das halt natürlich hinten drin auch sehr, aber. Warum hast du mit YouTube angefangen? Boah, keine Ahnung, Mann, ewig her. Bekommt PSG offensiv nicht viel hin, weil MAP fehlt? Weiß ich nicht, Mann. Keine Ahnung, ob es nur daran liegt. Wie findest du am besten von Bayern? Naja, der beste Spieler bei Bayern ist vermutlich momentan Kimmich. Und wen ich am liebsten mag, auf jeden Fall von so Davis und Kimpembe mit einem Fehlpass hinten beim Aufbauspiel. De Bruyne unterbricht den. Mahrez stürmt nicht in die Mitte direkt durch. Bernardo Silva auf Phil Foden ist jetzt im Strafraum. Wieder mit Riyad Mahrez. Und da, ja, den fängt Paredes ganz gut ab. Und jetzt Neymar im Mittelfeld gegen 2. Kann er da nichts machen. De Bruyne kann den Ball halten. Wird angeschossen und Foden kann den Ball jetzt sichern. City bleibt jetzt 5 Minuten noch bis zur Halbzeit. 5 Minuten noch bis zur Halbzeit. Im Bayern-Forschung, wen würdest du eher holen? Würdest du Flick lassen oder Nagelsmann holen? Ja, eigentlich eher Flick, aber Brazzo out, ne? Ich hätte auch liebend gern Flick noch 3-4 Jahre bei Bayern gesehen. Oder auch länger gerne, solange es halt funktioniert, ne?
Was sagst du, Lewandowski? Ja, der ist halt ein Weltklasse-Stürmer, aber ich mochte den noch nie so sehr. Mö, ich mochte ihn noch nie so sehr. Den Robert. Machst du Stream-Highlights ab und zu von den, eigentlich nur von den Bayern-Spielen? Und ich wollte eigentlich auch von den, also von den halt die besten Reaktionen, so wenn viele Tore fallen, nur die Tore. Und jetzt bei Bayern gegen PSG habe ich halt für mir die Highlights von Sky genommen. Und da einfach zu jeder Minute meine Reaktion rausgesucht und dann, ja, das dazu rausgeschnitten. Wie findest du Paris, die Stadt? War ich noch nie da, aber bestimmt schön. Bestimmt schön der. Oh, De Bruyne, Mahrez, schade. Was sagst du zum Jubel von Neymar vor Kimmich? Ja, ehrenlos, ehrenlos. Mahrez wieder auseinandergenommen. Zu nice, der Typ. Aber ich muss noch gleich kurz die Nase putzen. Warte mal. So ist besser. Die Maria schickt Icardi. Ach, aber das wird nichts. Auch das wird nichts. Oh. Steilpass nochmal in die Spitze, aber auch das wird nichts. Was sagst du, Haaland? Krasser Stürmer. Haaland ist ein kranker Stürmer. Der Erling. Erling, Erling, Erling. Neymar am Ball, die Maria wieder. Also von PSG kommt hier einfach nicht genug Torgefahr. Nicht genug Torgefahr. Glaubst du, Coman wechselt? Na, ich hoffe, der bleibt. Ich hoffe, der bleibt noch. Maris ist lost. Es geht ab. Neymar versucht noch mit einem Schuss, aber der wird auch geblockt. Neymar. Gegen drei. Herrera bringt ihn in die Mitte und Phil Foden starten. Ja, nee. Stones starten in der. Nee, Ruben Dias. Gott. Mit einer guten Kopfballabwehr. Eieiei, der muss wehgetan haben. Der muss wehgetan haben. Herrera. Spielt ihn da einfach mal ja, von außen, knallt er den in die Mitte und dann hat Diaz den Kopf dazwischen. Junge. Warum geben wir für einen Trainer 25 Millionen? Keine Ahnung, weil er es drauf hat. Weil er es drauf hat. Eckball Paris. Aber nicht so gefährlich. Und jetzt könnte Man City kontern. Jetzt könnte Man City kontern. In der Mitte steht Foden. Der Ball wird rechts rausgespielt zu Mahrez. De Bruyne steht lang und will ihn haben. Jetzt kommt die Flanke vom. Ja, es war ganz schlecht. Die wird direkt rausgeschlagen. Und Neymar kann den Ball nicht bekommen. Nein, die Maria. Icardi war es auch, Digga. Die sehen da vorne irgendwie so gleich aus. Ich denke immer, Neymar hat die 11 und die Maria trägt irgendwie einen ähnlichen Bart wie Neymar. Digga, das ist übel verwirrend. Alle sehen aus wie Neymar. Oh. Kein Foulspiel gegen Man City. Paris hat den Ball im Aufbauspiel erobert. Und jetzt muss er gucken. Spielt den Ball rüber zu Icardi, aber auch ein schlechtes Zuspiel. Jetzt hat die Maria ihn. Das könnte mal gefährlich werden. Aber Gündogan ist rechtzeitig da und kann ihn rausschlagen. Foden läuft Marquinhos an. Und, na gut, hat den Ball nicht bekommen. Werde nicht mit Nagelsmann, weiß er ein anderes Spiel hat. Ich habe morgen lade ich Video hoch, wie Bayern wahrscheinlich mit Nagelsmann spielen wird. Habe ich mir Gedanken zu gemacht. Finde ich eigentlich echt wild. Finde ich eigentlich echt wild. Was sagst du über Entlassung von Tuchel damals der PSG? Ich mag Tuchel nicht. Ich mag Tuchel als Trainer und Mensch nicht. Deswegen war mir das recht egal. Also. Mag ihn nicht. Arnold, Trent Alexander Arnold, TIA oder Cancelo? Ja, Alexander Arnold. Alexander Arnold. Sancho oder Di Maria? Sancho, Digga. Di Maria mag ich auch nicht. Di Maria aber jetzt nochmal mit einer Flanke. Ja, hätte Ederson aufnehmen können, aber wird rausgeköpft. Di Maria jetzt hier nochmal. Es gibt 3 Minuten nochmal oben drauf. 3 Minuten an Nachspielzeit.
Und Zinchenko, gut bei dem Spiel gehalten. Oh, und De Bruyne erobert sich vorne den Ball. Jetzt ist es 2 gegen 2. Spielt er das erstmal auch ruhig. Paris kann nachrücken. Wer ist mein Lieblingsschauspieler? Mein Lieblingsschauspieler? Sarah Hyland oder Charlie Sheen? Typ hat ein Leben, Digga. Krank. Krank. Wie würdest du es finden, wenn Guardiola zu Bayern wechseln will? Guardiola, super geil. Vermutlich einer der besten Trainer der Welt momentan. Generell. Seit langem. Aber Upamecano wird safe Stammspieler, weil er ihn länger kennt. Ja, Upamecano ist ja auch ein Tier. Der wäre auch wahrscheinlich mit Flick Stammspieler geworden. Auch wenn Boateng und Alaba geblieben wären. Weil Boateng einfach nicht gespielt hätte. Mahrez schießt nochmal aufs Tor. Und Bernardo Silva abgefälscht. Der kam gefährlich. 1,5 Minuten noch in der Nachspielzeit. Mein Lieblingsschauspieler ist Neymar. So. Benzema, Baini oder Hernandez? Hernandez. Was ist dein Lieblingslied? Keine Ahnung, Come and Go von Juice oder so. Weiß nicht, ich höre tatsächlich relativ wenig Musik, Mann. Ich höre recht wenig Musik. Aber das hypt mich immer. Der Eckball von De Bruyne wird rausgefaustet. Flanke nochmal von Mahrez reingebracht. Ruben Dias köpfen. Das müsste noch einen Eckball geben. Es gibt noch einen Eckball. Findest du MAP? Krank. Kranker Spieler. Kylian Mbappé, kranker Spieler. Kranker Spieler. Kranker Spieler. Ui, ach, nee, doch nicht. Dachte, es sah gefährlich aus, aber wurde rausgeköpft und das gibt den Einwurf für Man City. Schnell ausgeführt, Zinchenko. De Bruyne hat ihn auf Außen. Flankt ihn rein, aber da ganz ungefährlich. Vielleicht gibt es noch einen Angriff für Paris, aber müsste jetzt eigentlich auch Halbzeit sein. Gehst du noch zur Schule? Yo. Und da haben wir es auch. Halbzeit in diesem Spiel. Halbzeit in diesem Spiel. Ach. Oh no. Oh no. Hä, bin ich lost? So, wir haben Halbzeit in diesem Spiel. Perfekt. Hörst du mich? Ich höre dich. Sehr gut. So, Jungs, wie angekündigt, Halbzeit-Call und auf die Minute direkt, pünktlich, passend zur Halbzeit direkt, der Nico vom Kanal Real Nico, beziehungsweise gerade live bei Real Nico. Wie ist es? Live? Genau. Wie geht's dir? Ja, bald Kanal. Mir geht's gut und dir, mein Lieber? Alles top. Ich freue mich, dass Paris hinten liegt. Freust du dich, ja? Freue ich mich drüber, ja. So, ach Gott. Ich möchte gar nicht zurückdenken, wie das gegen Bayern war. Ich habe es mir schon fast gedacht. Ich habe nur gerade gesagt gehabt, so ich als jetzt neutraler Zuschauer, sage ich mal, ne? Also der einfach Bock auf Champions League hat, so. Mhm. Für mich wäre es halt jetzt einfach irgendwie cool, wenn Paris doch nochmal kommen würde, um mehr Spannung im Spiel zu verleihen. Also wenn man jetzt halt nicht für jetzt eine Mannschaft besonders hält oder sonst was, ne, passt das Ergebnis natürlich sehr, sehr gut für City. Ja, auf jeden Fall. Aber auch verdient, würde ich sagen. Paris hatte ja, ja, ja. Hatte diesen Latten-Kopfballtreffer ganz am Anfang. Ja. Und ansonsten war da ja auch nicht viel. Ja, ist richtig. Das ist, ja gut, halt dieses Lattending, dann halt die Maria halt immer wieder mit so ansetzen. Oh ja, ne? Stimmt. Der macht halt da auch zu viel. Ich verstehe das auch nicht mit Mbappé. Ja, der ist ja wohl irgendwie hat der eine Wadenverletzung, ist wohl genau nicht ganz fit, aber ja. Vielleicht sollte man dann doch ein bisschen mehr riskieren, weil von Icardi als Sturmspitzenersatz kam ja wirklich gar nichts. Nee, hab ich gerade eben auch noch gesagt, ich habe gerade eben gesagt, Icardi ist für mich komplett unsichtbar. Ja. Also der ist wirklich überhaupt nicht aufgefallen. Was sagst du ganz am Anfang? Das Ding, wo erst Elfmeter gepfiffen wurde, war absolut keiner, ne? War absolut keiner. War auch Quatsch, dass da überhaupt gepfiffen worden ist. Naja, ich finde, das hast du schon so gesehen. Der Ball kam ja von oben. Der konnte nur entweder Nacken oder Schulter gewesen sein.
Na eben, ich habe so ein paar Leute geschrieben, muss sowas von Elfmeter sein. Ich dachte mir so, yo, was geht denn jetzt ab? Aber das war eine ganz falsche Vorstellung. Ich dachte so, wie kommt der Schiedsrichter darauf? Aber das wurde ja zum Glück ja umentschieden. Ich sehe gerade auch, Kuss geht raus. Ein paar Leute sind gerade von dir rübergegangen. Wir sind jetzt hier, haben mir gerade auch welche reingeschrieben. Wir sind ja kurz vor den 800 Abonnenten. Jetzt 795, ja, danke. Hört Kuss ihr, geht raus. Macht das da mal voll. Vielleicht kann Mod mal den Link reinschicken. Kuss geht raus, danke euch. Ihr habt es gehört. Was sagst du zu Mbappé, wann kommt der? Also, wenn ich der Trainer wäre, ich würde sagen, auch wenn, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ihm fehlt oder wie unfit, wie sehr verletzt er ist, aber ich würde sagen, der müsste eigentlich jetzt so früh, wie es geht, in der zweiten Halbzeit rein. Ich habe es ganz am Anfang gehört, hat der Kommentator irgendwie gesagt, dass die im Hinspiel erst, nachdem die irgendwann diese rote Karte bekommen haben, gewechselt haben, was auf jeden Fall zu spät war. Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass der jetzt gleich irgendwann kommen muss, eigentlich auch schon. Wo ich auch sehr überrascht war bei City am Anfang mit dieser falschen 9 mit De Bruyne, ne? Ja. Ich habe da schon irgendwie, ja gut, bei Aguero wusste ich jetzt nicht, aber so Jesus oder Sterling eventuell sogar, ich weiß es nicht. Obwohl das haben die jetzt in den letzten, also die Spiele, die ich gesehen habe, also die beiden gegen immer. Dortmund, genau immer, und auch im Hinspiel haben die das immer so gespielt. Ja. Es ist ja auch irgendwie, ja, die suchen ja auch jetzt für den Sommer dann halt nach einem neuen Stürmer da, ne? Ja, aber das, finde ich, merkt man teilweise, dass denen einfach so ein Neuner fehlt. Weil ja, irgendwie teilweise, wenn Foden oder Mahrez auf Außen sind, dann müssen die halt warten, bis De Bruyne da mehr in den Rückraum kommt, weil da einfach keiner in der Mitte ist, auf dem man mal einen Kopfball, also eine Flanke für einen Kopfball schlagen kann. Mhm, ist also so. Sehe ich auch so. Vor allem halt, wenn du überlegst, Foden hat ja einen riesen Sprung gemacht, ne? Wenn der manchmal am Ball ist, ist schon sehr, sehr stark eigentlich. Aber so in der Mitte fehlt halt so ein Zielspieler. Und ich finde auch, die Brüne stärken nimmt man dem so ein bisschen, weil der braucht eigentlich das Spiel vor sich. Ja, genau. Ganz schwierig. Aber ich glaube auch, dass City da reagieren wird. Deswegen sage ich, das Problem ist jetzt gerade, das passt halt zu City absolut. Ne? Dieses Ergebnis, genau so will City das ja haben. So, jetzt kann nichts anbrennen. Die spielen sowieso guten Ballbesitzfußball. Also zur Not lassen die den Ball dann auch mal 10 Minuten laufen, gefühlt. Und Paris muss halt kontern. Plus dieser Boden, das war auch noch so ein Ding, das habe ich gerade noch vergessen. Der Boden, also dieser rutschige, leicht nasse, kalte Boden, ist auf jeden Fall zum Nachteil von Paris. Das sieht man immer wieder bei den Technikern dort. Da sind halt diese englische Härte, kommt da einfach, weißt du, das kommt ja zugute. Ja, auf jeden Fall. Was man aber sonst bei Man City muss jetzt ja halt nicht mehr viel machen. Also wie die verteidigt haben, also ich habe da immer wieder durchgezählt, da waren so zwischen 7 und 9 Spieler im eigenen Strafraum, wenn Paris dann vorne war. Und dann, ja, wie gesagt, den Ball halt. Und dann ist es ja auch oft so, dass wenn sie dann vorne in Richtung Strafraum von PSG spielen, dass sich dann ja dass De Bruyne dann ja in der Mitte da die ganze Zeit von links und rechts den Ball verschiebt und da dann das Spiel dann sozusagen ja vor sich hat. Das versuchen die ja auch. Ja. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt. Was tippst du, wie das Spiel ausgeht? Ich habe 2-0 getippt und ich glaube, ich bin ein ganz übler Tipper, weil irgendwie immer, wenn ich Bayern tippe, dann kassieren sie doch Gegentore. Aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich würde behaupten, das verläuft jetzt so, PSG legt jetzt einen drauf, aber es funktioniert halt irgendwie trotzdem nicht so richtig und dann im Endeffekt schießt irgendwie so ein Foden oder so irgendwann nochmal ein spätes Tor, wenn es dann einfach irgendwie Konter oder so, weil PSG dann alles nach vorne wirft und dann gibt's ein spätes Tor, also 2-0. 2-0 sagst du? 2-0 mein Tipp. Was meinst du? Ich sag irgendwie aufgrund der Hoffnung, der Spannung, 2-1 Paris und dann geht's nochmal in die Schlussphase, in die heiße Schlussphase, da weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dass Paris das eventuell drehen könnte. Wenn Mbappé jetzt kommt und man da vielleicht so ein bisschen mit Schwung aus der Kabine kommt, vielleicht einen Anschlusstreffer, vielleicht einen frühen Anschlusstreffer macht, dann könnte es halt auf dieses 2-1 hinauslaufen. Dann bin ich sehr gespannt, weil da muss City halt auch wieder, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist auf jeden Fall irgendwie ein ganz anderes Paris als das, was ich gegen Bayern gesehen habe. Gegen Bayern war ein Paris, was echt Glück hatte im Hinspiel und dann im Rückspiel war Paris eigentlich ja echt bärenstark, aber also das sehe ich hier irgendwie nicht so sehr. Das sehe ich hier auf jeden Fall nicht. Andererseits könnte man halt auch sagen, vielleicht jetzt gut, weil Paris ist gefühlt immer eine Halbzeit gut und im Hinspiel waren ja die erste Halbzeit stark, zweite Halbzeit stark nachgelassen. Vielleicht ist es jetzt andersrum. Erste Halbzeit war jetzt nicht so überragend. So, jetzt sieht man ja auch gerade nochmal Marquinhos, diesen Lattenkracher da. Aber vielleicht hat die zweite Halbzeit. Achso, was hast du eigentlich da gesagt? Diese Chance von Di Maria, wo Ederson diesen Abwurf da so ein bisschen
Schwierig. Ich hab das gar nicht realisiert, weil irgendwie immer so, es ist Abwurf und habe ich kurz auf den Chat geguckt, weil ich dachte, eigentlich Abwurf wäre immer eine sichere Sache und dann sehe ich auf einmal nur Di Maria schießt und ich habe mich gewundert. Ja, das war, glaube ich, von Bernardo Silva der Fehler. Darf natürlich nicht passieren, aber kann man vermutlich noch verzeihen auf diesem nassen, ja, vollgeschneiten Rasen. Aber darf halt eigentlich nicht passieren. Muss eigentlich rein. Eigentlich muss er rein. Das kommt dann auch dazu. Den mussten Di Maria halt auch eigentlich machen, vor allem in so einem wichtigen Spiel. Ja, sehe ich auch definitiv so. Katastrophe eigentlich. Ja. Ich habe erst mal nur gedacht, Alter, was macht der denn da? Vor allen Dingen auch noch wirklich mit so diesem Effet genau neben dem Posten weg. Dann. Ja. Oha. Den habe ich auch eigentlich schon drin gesehen. Ja, ich auch im ersten Moment. Das war für mich eine klare Sache. Aber muss ja auch sagen, dass das Tor von City haben die auch echt gut rausgekriegt gehabt. Der Ball von Ederson war schon echt krass. Zinchenko habe ich gar nicht gewusst, dass der noch so Tempo drauf hat. War gut gemacht. Ja, dann gut auf De Bruyne gewartet, dann natürlich ein bisschen Glück, dass der Abpraller da so hinkommt, aber auch ein bisschen einfach, na gut, wenn der De Bruyne schießt, da gehen dann, sind ja auch dann irgendwie drei, alle drei, die in der Mitte standen, irgendwie Marquinhos, Diallo und Kimpembe, alle drei draufgerannt, aber wenn halt ein De Bruyne schießt, dann musst du den halt auch verteidigen und dann war halt der Mahrez da sträflich frei, aber kann man vielleicht sogar noch verzeihen. Sehe ich auch so. Das Ding ist ja, Mahrez, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass er den da so flach durch die Beine schießt. Also ich hätte eher gedacht, dass er aufs lange Eck geht. Ich glaube, damit hat Navas auch gerechnet. Aber das war schon mutig. Na stimmt, entweder langes Eck oder einfach, dass er De Bruyne nochmal im Rückraum sucht. Ja, genau. Das waren auch so die Gedanken, aber ja, wer hat ja geklappt, hat ihm recht gegeben, ne? Wer trifft, hat recht, sagt man ja so schön. Genau, wer trifft, hat recht, ist so. Was sagst du morgen, Chelsea? Also ich bin, da bin ich ja ganz im Teil gerissen, weil ich bin überhaupt kein Real Madrid-Fan, aber ich kann auch Thomas Tuchel überhaupt nicht leiden, aber ich finde dann doch Chelsea, bin ich auf jeden Fall, hoffe ich, dass Chelsea das morgen macht, hoffe ich auf jeden Fall. Ja, hoffe ich auch. Also ich bin auch überhaupt kein Real-Fan, ich mag Real auch überhaupt gar nicht, aber morgen hoffe ich schon auf Chelsea, also so, was heißt schon, so oder so auf Chelsea. Aber das Problem ist halt, wenn jetzt wirklich City das macht, ist halt eigentlich das Finale komplett, ne? Ja, das ist, ja, ist schwierig. Aber andererseits will ich auch auf keinen Fall, dass PSG das hier macht. Deswegen lieber das englische Finale. Dann lieber das englische Finale. Perfekt. Okay, dann machen wir das so. Alles klar, dir. Okay, dann gehen wir jetzt hier auch nochmal in den letzten 5 Minuten. Ha? Chillig, das war ein cooler Talk. Auf jeden Fall, können wir öfter so machen. Passt. Ja, Mann. Bin ich gehypt drauf. Ist ja auch bald EM. Da ist man in der Gänne. Da hat man ja, unterstützen alle das gleiche Team. Wollte gerade sagen, da müssen wir uns eh mal so was einfallen lassen, irgendwas Cooles noch. Auf jeden Fall. EM habe ich richtig Bock, da bin ich auch sehr motiviert, aber das mache ich auf dem Hauptkanal wahrscheinlich. Ja, chillig. Freue ich mich drauf. Ja, dann wünsche ich dir auch eine gute zweite Halbzeit. Auf jeden Fall, dir auch. Oh, viel Spaß euch, auch schönen Stream noch, ne? Jo, und wie gesagt, die Abos noch voll machen, Jungs. Ich schicke euch gleich nochmal den Link vom Stream ein. Mach das gerne. Vielen lieben Dank auch an jeden, der darüber gekommen ist. Ne? Dankeschön. Kuss geht raus. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. So, das war der Halbzeit-Talk. Ich bin richtig lost bei Discord immer. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich da rauskomme. So, ich schicke euch aber mal noch flott den Link rein. Real in Nico live. Von dem Stream. Also hier. Also, da checkt das ab, schreibt da irgendwie irgendwas von wegen, dass ihr noch von Liha jetzt kommt und lasst da einen Daumen nach oben da und ein Abo auf jeden Fall auf dem Kanal. Er hat ja gesagt, kurz vor 800, deswegen macht das auf jeden Fall voll. So, und bevor die zweite Halbzeit losgeht, muss ich mir noch schnell die Nase putzen. Jausa! Ist ja gar nicht spiegelverkehrt, Mann. So, ich bin gehypt auf die zweite Halbzeit, Mann. Ich bin gehypt, Mann. Wie viele Tore muss Paris schießen, damit sie weiterkommen? 3 fürs Weiterkommen, 2 für die Verlängerung. Abdul, moin. Was geht ab? Was geht ab? So, dann kontrollieren wir doch mal kurz, ob ihr auch artig da reingegangen seid bei Real Nico. Yay. Sehr gut. Komm von dir, abonnieren. Stark, Jungs. Pusht euch. 5 Leute fehlen noch.
Fünf Leute fehlen noch. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Lasst da auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Warum hast du so wenig Zuschauer? Hättest mehr verdient? Naja, 95, Bro, chill. 95 sind doch, ist doch, also nicht fucking insane, aber sind doch absolut viele Zuschauer. Fang mal mit Stream an, dann hast du vielleicht zwei, wenn du Glück hast. So, 95 sind schon echt, echt viele, Mann. Aber mehr verdient natürlich, nehme ich dankend an. Vielen, vielen Dank. Wie geht's? Super. Mir geht's super. Wow. Wow. 95 ist echt viel. Ja, ich wollte gerade sagen, Alter. Ich wollte gerade sagen, Digga. Vor dem Bayern-Paris, vor den beiden Bayern-Paris-Spielen hatte ich so mit Glück bei Bayern so 50 oder so. Ich hätte ja sogar DFB-Pokal über 100. Das kommt man im Free-TV gucken. Also Kuss geht raus an alle, die jetzt hier neu sind. Abonnieren, ne? Und generell die Zuschauer, die aktiv bei den Streams und Videos dabei sind. Auch Videos natürlich immer gerne gucken. Bedarf. Darf, right in the darf. Also Jungs, ihr könnt übrigens auch schon hyped sein auf die EM. Ich bin da auch echt hyped drauf. Da werden safe hier ein paar coole Sachen kommen. Auch mit anderen YouTubern. Locker. Locker. Safe. Safe, safe, safe. Da, 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 da. Champions. Paris schießt noch zwei Tore. Na, hoffen wir es doch mal. Ah, nein, hoffen wir es nicht. Gott. Meine Verlängerung an sich cool. Verlängerung an sich cool, aber ich soll wieder das PSG rausziehen, Mann. Hattest du nicht mal mehr Abonnenten gehabt? Nee, ich hatte nie mehr. So, der Platz wurde von jeglichem Schnee bereinigt, aber es fällt halt von oben noch nach, Mann. Wann startet eigentlich die EM? In 5 Wochen oder so, glaube ich, ne? Mitte Juni? Ich glaube Mitte Juni. Wie geht's dir? Mir geht's super. Außer dass ich irgendwas. Außer dass mein Auge hier. Ah ne, falsch Auge. Dass mein Auge. Tut mir hier irgendwie so weh. Und, ja, oh, genau hier. Und das finde ich total unangenehm. Total unangenehm. Wenn sie die wird holen, hoffen wir es doch. So, da warten die Mannschaften wieder raus. Moin, ich bin neu. Paris soll gewinnen, auch wenn es gerade nicht so gut. Haha, nee, Paris soll verlieren, Digga. Paris soll verlieren. Ey, übrigens, Jungs, wenn ihr Tipico-Schein habt, ne? Und wenn der aufgeht, ne? Lasst mal fette Dono da, Digga. Lasst mal eine Dono. Lasst mal einen Teil von eurem Gewinn da. Lasst mal einen Teil von eurem Gewinn da. Hoffen wir mal, dass Mbappé jetzt aber kommt. Spielst du selber Fußball? Yo, und ich glaube, ich habe auch am nächsten Montag wieder Training. Da bin ich richtig gehypt drauf. Da bin ich richtig gehypt drauf. Muss ich erst zwar morgens eine Chemiearbeit schreiben, glaube ich. Da habe ich keinen Bock drauf, aber. Dings habe ich Bock drauf auf Training wieder. Guckst du Sky oder so und ich gucke auf The Zone. Was ist dein Finale-Tipp? Hoffentlich englisches Finale. Man City gegen Chelsea. So, ich verpiss mich weiter gucken. Bro, bleib doch hier. Bleib doch hier. Doch hier und guck nebenbei. Nur nicht spoilern. Nur nicht spoilern. Man City wird das heute Abend machen. Ich tippe auf ein 3-1. Ich glaube nicht, dass. Ich glaube, es wird noch ein Tor fallen, aber. Link für Donations in der Beschreibung ist da Real Talk so und natürlich auch Super Chat und gerne den Kanal abonnieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. La la la. So. Bayern gewinnt. Warum steht Mbappé nicht? Der ist verletzt, aber scheinbar auch noch nicht wieder auf dem Platz. Oder noch nicht auf dem Platz. PSG soll raus. Ja, Mann. Safe. Lieblingsspieler nach Davies. Uff, Kimmich, glaube ich. Kimmich oder Gnabry? Ich glaube, ich möchte mir auch noch. Ich glaube, ich kaufe mir auch zu M das schwarze Deutschland-Trikot, weil das ist echt wild. Aber ich weiß nicht, welchen Spieler. Wo spielst du? Kreisklasse. Marquinhos auch noch im Tunnel. Komme von Flokes. Alter, wild. Wild, wild, wild. Es geht ab.
7,99, vielen lieben Dank. Jungs, ein Abo noch bei Real Nico Live, er hat gerade reingeschrieben, wenn man irgendwie über den Chat da direkt reingehen kann. Checkt das ab, der Link ist, warte, wo ist der Link? Hier, der Link ist noch im Chat, ich schicke ihn nochmal rein. Da, macht die 800 Abos voll, Jungs, beim Kollegen Nico. Auf seinem Hauptkanal hat er, ich glaube, 4.400 sowas die Ecke. Deswegen macht da auch die 800 voll. Und wir springen jetzt auch in die zweite Halbzeit. Bist du Torwart? Nee. Wo spielst du? Ich hab gesagt, Kreisliga. Also Paris ohne Mbappé geht ohne Mbappé in Zweikgang. Halbzeit 2 und weiter geht's. Die Man City hat den Ball und startet mit einem langen Ball direkt mal, aber das wird nichts. Wie findest du eigentlich Riyad Mahrez? Ein starker Mannschaft, ein starker Spieler. Lost. Wann hast du eigentlich vor, mal Donations richtig in die Beschreibung zu schreiben? Warte, was habe ich denn geschrieben? Oh. Lost, Digga, ist es doch. Lost. Tatsächlich, da steht Doha Nations immer. Ist mir nie aufgefallen, Mann. Abschlanger Ball rausgeschlagen von Keylor und Navas. Ha, passiert. Das muss ich aber direkt. Spielst du in einem hohen Verein? Nein, wie gesagt, ich spiele Kreisklasse. Wechsel den Streamer, der reagiert nicht auf meine Nachrichten. Ich hab's nur normal. Guck mal, was du geschrieben hast. Bra, bra. Wer ist dein Lieblingsspieler? Alfonso Davis, hab ich doch eben gesagt, Digga. Los, welche Position? Zentraler Mittelfeldspieler. Wer wird der nächste Ballon d'Or gewinnen? Boah, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, Bro. Bei solchen Fragen bin ich immer wieder überfragt, weil ich einfach international nicht so super viel. Also, halt Champions League, klar, aber so in den Ligen, anderen Ligen verfolge ich halt gar nicht. Also gucke ich nicht. Sehe ich ab und zu die Ergebnisse, nicht mal das wirklich. Welchen Verein spielst du? Das sage ich euch auf keinen Fall. Imagine, nachher kommen noch irgendwelche Weirdos zu meinem Training oder so. Bäh. Gar keinen Bock drauf. My love is always fun, more than I speak. Foden läuft da altiv Keylor und Navas an. Er bekommt so Kammer, weil er Kimmich gejubelt hat, so ein Lappen, ja Mann. Und jetzt da raus. Raus. Welche Liga? Ja, Kreisliga, Bro. Kreisliga. Hört mir doch zu, wenn ich euch was erzähle. Übrigens gab es irgendwelche Leute, die zuverlässig sind, die ganze Zeit dabei waren. Es gab Mikrofon ist absolut top, der ganze, den ganzen Stream schon über, ne? Da gibt's so gar keine Probleme, ne? Ja, Mikrofon hört sich Bravo Sirius an. Das ist ein Wort, man weiß es nicht, Mann. Wie viel verdienst du aktuell mit YouTube? Weiß ich nicht genau. Da habe ich auch mal ein Video gemacht vor ungefähr einem Jahr. Wo seitdem, ja, hat sich schon verändert. Shit. Alles super. Wundervoll. Und Verratti ist noch mit einer guten Szene. Di Maria, Schuss wird geblockt und rausgeschlagen. Eben noch Kreis, das ist jetzt Kreisliga, steigst aber schnell auf. Uff. Nein, ich spiele. Fuck, ich weiß es halt Real Talk nicht mal, weil es halt einfach so, keine Ahnung, immer nicht gut ist. Ich spiele B1 Junioren. Erste Kreisklasse. Schade. Never mind, ich spiele erste Kreisklasse. Kader. Guck mal, wo bin ich denn hier?
Ich habe ein Spiel gemacht, 18 Minuten. Ich habe ein Spiel nur gespielt von dreien, aber das habe ich komplett durchgespielt, wild. Ich habe Paris schon gestern abgeschrieben. Mbappé, Mbappé, wo bist du? Verstehe ich auch nicht, warum die den nicht bringen. Verstehe ich einfach nicht, warum Mbappé nicht gebracht wird. Wie kann man am besten Fußballprofi werden? Ja, deiner Meinung nach, denn ich möchte Fußballprofi werden, aber keiner glaubt an mich, nicht meine Familie. Also zum Beispiel meine Mutter, okay. Das ist natürlich blöd zu hören, aber keine Ahnung, du musst vermutlich einfach nur viel trainieren und irgendwie halt auch auf sowas wie Ernährung achten und halt so auch joggen gehen und sowas. Brauchst halt wahrscheinlich viel Disziplin, keine Ahnung. Also mein Traum, Fußballprofi zu werden, ist wahrscheinlich ungefähr abgefahren, als ich 7 war oder so. Keine Ahnung. Genau, einfach an sich glauben ist auch smart. Traum verfolgen, genau. Dann packt man das. Dann packt man das. Was sagst du, Verletzung von Dortmund? Und was sagst du, Mukoko? Verletzung von Dortmund habe ich nicht gesehen. Ich habe das Spiel nicht geguckt. Konnte ich nicht. Und Mukoko, krankes Talent. Bernardo Silva hätte mal aufs Tor zu laufen können, aber vorher voll von Fernandinho. Ich habe letztes Jahr noch Westfalenliga gezockt, scheiß lockt und hoffe, geht's bald wieder los. Ich habe, glaube ich, ab Montag hoffentlich wieder Training. Letztes Jahr nach Corona, es war so chillig, das Training immer. Am Anfang haben wir noch so ein bisschen auf Ernst gemacht, dann so nach 2-3 Wochen haben wir uns einfach wirklich getroffen, haben so ein bisschen einmal Dafa und so gespielt, einfach nur den Ball hochgekickt so. Und dann irgendwann mit 2-3 Bällen auch so, wir waren richtige Profis, Digga. Also das hat zu gebockt, das war zu nice. Die Maria. Raus auf Daniello. Alter, Sven Funk, vielen, vielen Dank für 1 Euro. Ohne Nachricht, Mann. Chillig, es geht ab. Vielen, vielen Dank. Hey, er schreibt da drunter. Vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank für den Euro. Danke, Mann. Kuss geht raus. Ich darf nächste Woche wieder zur Schule, bin hyped. Ich glaube, ich auch. Ich glaube, ich auch. Und da wird direkt nach der Ecke Freistoß, vollgepfiffen, gibt einen Freistoß für Man City, meinen Strafraum, Mann. Kein Bock auf Abi. Ja, ich mach mein Abitur, Mann. Kennst du das Ort Krauthain? Bro, den Ort würde es heißen. Kennst du den Ort? Wie kommst du denn auf das Ort, Digga? Kennst du das Ort? Ich meine, kennst du der Ort? Hätte ich ja nur verstanden, weil, ne? Der Ort, die Orte, so. Der Ort ist der Artikel für den Singular, aber Bro... Wer gewinnt, glaubst du? Ja, Man City macht das. Man City macht das. Die riskieren nichts. Die riskieren hier nichts. Das wird Superman. Real Talk mittlerweile. Jedes Mal, wenn ich fehle im Chat, sehe ich ihn direkt timeouten. Es ist halt aber auch wirklich, ne? Das kannst du dir halt auch nicht ausmalen. Da ist dieser Typ, ne? Bitte spenden ist wichtig. Fehde, bitte spenden ist wichtig für Liha. Gott, Digga. Und dann Leute, bitte Rechtschreibung üben. Weißt du, schreibt er. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Bro, Digga, da verzweifelt man doch einfach. Foden läuft aufs Tor zu. Foden! Oh, verkackt im 1 gegen 1 gegen Navas. Stand aber eben abseits. Chelsea der Real. Hoffentlich gewinnt Chelsea. Das Örtchen. Ja, okay. Das hätte funktioniert. Das hätte funktioniert. Oh, war es abseits? Ja, Tatsache. Tatsache. Da stand Phil Foden leider im Abseits, während er aufs Tor zugelaufen ist. Schade. Hat aber eben das Ding nicht gemacht. Er hat das Ding ja eh nicht gemacht. Von daher, zero Problem. To be my sunshine. Oh, Fernandinho fängt den Ball ab. Mal gucken, was macht er jetzt. Er schießt nicht. Legt ab. Auf Foden! Aber... auch das geblockt. Maris ist lost. Vielen, vielen Dank für 99 Cent. Ich hoffe, gleich kommt die Animation noch. Also dieser Alert. Würde mich enttäuschen, wenn nicht.
Aber vielen, vielen Dank für 99 Cent. Kuss. Neymar mit Zug aufs Tor. Neymar läuft immer weiter. Er wartet viel zu lange, Digga. Messi oder CR7, ganz klar Messi. Kennst du das jetzt? Es jetzt? Nee, kenne ich nicht. Bitte beim Schreiben anstrengen. Oh, Junge, Fede, wirklich. Musst du gerade sagen. Ja, Neymar, der wartet viel zu lange mit dem Abschluss. Bro, wieso kommt jetzt hier diese die Dings hier nicht? Wieso kommt der Alert nicht? Digga. Event. Wieso kommt das nicht? Hä? Lost? Warum zur Hölle wird das denn? Hä? Wieso? Ah, ich glaube, weil es 99 Cent und unter 1 Euro, vielleicht deswegen. Ist lost. Okay. Scheinbar, weil diese Animation erst ab 1 Euro geht. Scheinbar, wahrscheinlich. Wurde das nicht angezeigt, aber vielen, vielen Dank, Marius. Maris? Vielen, vielen Dank, Maris. Ich bin immer P mit. Nein, noch nicht. Der ist irgendwie verletzt, aber der müsste langsam mal gebracht werden, Mann. Stimmt, gibt's einen Fehler in der Animation? Nee, war. Vermutlich einfach, ich kann mir nur erklären, weil es unter 99 Cent war. Unter 1 Euro war. Aber vielen, vielen Dank für jeden, der spendet. Kuss. Wer ist dein Fußballidol? Boah, weiß ich nicht. Nee, war so schlecht. Das war wirklich übel. De Bruyne gegen Marquinhos kommt auch nicht. Ja, wirklich fehlte einen Fehler. So lost von dir. Wie heißt du auf Facebook? Keine Ahnung. Kennst du The Walking Dead? Nie gesehen. Diallo. Läuft da durchs Feld. Gut verteidigt von Fernandinho. Paris beschwert sich zunehmend. Die, keine Ahnung, meinen ja alles unfair und so. Noch mit einem Feld. Alter, ich habe ein Interview mit einem Ex-Fußballprofi gemacht, ne? Könnt ihr euch gerne angucken. Einfach auf meinem Kanal gehen. Das neueste Video ist ein Interview mit einem Ex-Fußballprofi, was ich hatte in der Halbzeit von einem Spiel. Deswegen checkt das gerne ab. Schreibt einen Kommentar, falls ihr aus dem Stream kommt. Das Video heißt, glaube ich, einfach nur mein Interview mit Ex-Fußballprofi und dann Norbert Eilenfeld. Checkt das auf jeden Fall ab, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das Video ist nicht so gut abgegangen wie die sonstigen Videos, aber checkt das gerne ab, Mann. Lächerlich von PSG. Ich gönn's ihn, Mann. Kannst du mal nach Krautheim googeln, bitte? Nein. Marco Verratti am Ball. Also ist jetzt hier noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde to go und es sieht nicht so aus, als würde das noch ins Gute gehen für Paris. Übrigens, wie lächerlich ist es, dass die Abkürzung von PSG, also von Paris Saint-Germain, hier bei DAZN einfach da oben PAR ist, für Paris und nicht PSG. Weißt du, es steht auch Manchester City so und warum PSG, warum PAR und nicht PSG? Was, wenn es am Ende 1-1 kommt, dann ist Man City auch weiter, weil die 2 Auswärtstore geschossen haben. Und halt einfach ein Spiel gewonnen haben und unentschieden gespielt haben. Die haben halt ein Spiel gewonnen. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Boah, ich bin schon wieder hyped auf Bundesliga. Ich freue mich wieder, wenn Bundesliga ist. Muss sagen, ein Glück, dass am 1. Mai keine Bundesliga war, weil dann hätten meine Lust, die Pläne wären auf jeden Fall wack gewesen dann. Wo wohnst du? Bundesland, Niedersachsen. Ach ja, ich habe halt wirklich null Bock auf Schule morgen. In welche Klasse gehst du? Ich gehe 11. Aber ich habe halt morgen nicht mal Schule. Das ist ziemlich wild. Das ist ziemlich wild. Alter, Man City stellt dann einfach Paris komplett in der eigenen Hälfte zu. Komplett zugestellt, krass.
bis 17, ja, ich bin noch 16. Welche Leistungskurse hast du noch nicht? Ich habe 13 Jahre, aber ich habe dann ab dem nächsten Jahr P1 Geschichte, P2 Englisch, P3 Erdkunde, dann noch P4, also Grundkursprüfung Biologie und P5 mündliche Prüfung Deutsch. Also Mbappé scheint mir immer noch nicht beim Warmmachen. Man sieht hier Moise Kean. Aber kein Mbappé. Kein Mbappé. Und auch Julien Draxler. Aber immer noch kein Mbappé. Mbappé. Neymar dribbelt da durchs Mittelfeld. Aber verliert da auch wieder den Ball. Mahrez. De Bruyne könnte durch die Mitte starten. Macht er aber nicht. Bin auch 2004 geworden. Gibt's ja nicht. Links raus auf Zinchenko. Oh, was ist denn los? Meine Nase juckt so, Alter. Da hab ich irgendwie. Ah, zu viel Hausstaub. Gott. Kommentier mal das Spiel. Das Ding ist halt, das Einzige, was gerade passiert: Paris spielt den Ball hinten rum und Man City presst sie total rein. Und Man City versucht ihn rauszuspielen und verliert den. Neymar verliert den Ball im Aufbauspiel. Oh, jetzt meine ich, jetzt läuft Neymar mal. Spielt ihn raus auf Di Maria. Mit einer Außenrissflanke, aber. Paul Stones. Weiß gar nicht, wie der Bruder heißt. Auf jeden Fall Stones verteidigt das da gut gegen Neymar. Boah, und Ruben Dias mit einer Gesichtsverteidigung. Schon wieder, Alter. Was ist, wenn 3-1 für PSG? Dann ist Paris weiter. Wird aber nicht passieren. Zeig bitte Spiel. So sehenswert ist es nicht. In der ersten Halbzeit war da noch Power drin und Feuer, aber das hier jetzt. Ich lock kurz mal eine Nadel. Sheesh. Wer spielt besser? Manchester City hat hier alles in der Hand. Die haben das ganze Spiel in der Hand, Mann. Icardi geht, dafür kommt jetzt Moise Kean. Ich weiß nicht, warum immer Mbappé nicht gebracht wird. Das ist wohl wirklich schneller mit ihm, Mann. Mauricio Pochettino muss Angst um seinen Job in Paris haben. Denn bei PSG zählt nur der Gewinn der Champions League. Na gut, aber das hat ja keiner gepackt in kürzerer Vergangenheit, Mann. Ob du für PSG bist oder Man City, macht einen Unterschied, sind beide Scheichclubs. Ja, der Unterschied ist nur, dass Paris mit absolut Glück und dreckigem Spiel weitergekommen ist und Man City einfach das absolut beste Team ist momentan. Also nicht absolut, sondern das beste, nicht mit Abstand, aber Paris ist momentan, Manchester City ist momentan das beste Team in Europa und Paris ist mit Glück gegen die Bayern weitergekommen. Moah. Du hast ja auch ein OnePlus-Handy, ganz richtig. Wie geht das? Wie geht da Bild zurück im Chrome? Keine Ahnung. Man City für De Bruyne schickt Foden. Er legt ihn rüber. Mahrez. Und das ist das 2:0. Riyad Mahrez macht den Deckel drauf. Let's go! Ich hab 2:0 getippt. Riyad Mahrez mit einem Doppelpack. Let's fucking go. Einfach wieder wirklich ein brillanter Pass von De Bruyne gespielt. Wieder ein brillanter Pass von Kevin De Bruyne, Digga. Wieder ein brillanter Pass von Kevin De Bruyne. Wow. Wirklich. De Bruyne spielt den Pass so, dass da keine Fußspitze drankommt. Foden rüber auf Mahrez und der schiebt das Ding ein, Mann. Let's go. Let's go. Wundervoll. Let's go, Mann. Richtig nice. Mahrez, mein Lieblings-Algerier. Same. Ah, ich hätte mal eine Frage. Wie findest du das, wenn man nicht viel Geld hat? Würde mich interessieren, was deine Antwort ist. Naja, keine Ahnung, ist wahrscheinlich nicht so cool, aber was will man machen? Jeder kann viel Geld haben. Ich würde sagen, ich persönlich habe jetzt auch nicht viel Geld so. Wahrscheinlich generell cooler, wenn man viel Geld hat. Mit viel Geld kann man natürlich auch viel verantworten, kann man auch viel Scheiße mitmachen. Muss man mit umgehen können.
Und das lernt man, wenn man nicht viel Geld hat. Also von daher kann man was Gutes haben. Sagst du, Shubomuting? Hat mich tatsächlich überzeugt, die paar Spiele, die er gespielt hat. Hat mich überzeugt. Hat mich überzeugt, Mann. Morgen kommt Real weiter. Dann bekommst du von diesem Typen 10 Euro. Oh, Schub, Glück hast du es dir gemeldet, ich nicht. Bin hyped auf morgen auf jeden Fall auch wieder. Ich hätte jetzt auf Toilette gehen sollen, jetzt darf ich nicht so viel trinken. Fuck. So, blenden wir doch mal eine Werbung ein. Ist mir gerade nach. Lernen, arbeiten, fleißig sein, dann hast du genug Geld. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich hab jetzt so eine Berufsinformationswoche sozusagen momentan in der Schule. Und da haben so verschiedene Sprecher über Berufe gesprochen. Zum Beispiel unter anderem Michael Ballack war da und hat was erzählt über seinen Beruf als Profifußballer, Joko Winterscheid und halt auch weniger. Max von der Grum, der hat Danger in Fuck You Goethe gespielt, also Schauspieler. Also viele irgendwie Astronauten, Wissenschaftler, Politiker und sowas, haben ganz viele gesprochen. Also ja, und die meisten haben halt schon erzählt, dass es mit Geld cool ist. Aber auch, dass man dafür halt arbeiten muss. Alter Jungs, zu nice. Zu nice. Kuss geht raus. Wunderschönes Tor von Man City. Wunderschönes Tor. Deine Reactions, danke Lars. Kommt ein Abo-Special, wenn du 10.000 hast, weiß ich nicht. Schuss von Draxler versucht, der jetzt im Spiel ist, aber auch ungefährlich. Auch ungefährlich, Mann, Mann, Mann. Schweinsteiger oder Matthäus? Schweinsteiger, Matthäus habe ich nie spielen sehen. Oh, Jungs, warum sagt denn keiner was? Warum sagt denn keiner was, dass ich den insgesamten Stand nicht geändert habe? So lost von euch. PSG hat nicht noch eine Chance, absolut nicht. Ich glaube, das habe ich gerade vor wenigen Sekunden vorgelesen, oder? Wo ist MAP auf der Bank? Der ist angeschlagen. Deutscher Meister, wenn nur der FCB ist. Ja, Mann. Ja, als Rechtsverteidiger lahm oder Kimmich? Lahm. Aber Kimmich ist so ein geiler Sechser, weil es ein Rechtsverteidiger war, lahm. Unschlagbar. Unschlagbar. Wo ist gerade von Renico im Stream fett gelobt? Ey. Vielen Dank, Mann. Renico, einfach ein Baba-Typ, Mann. Einfach ein Baba-Typ. Ich feiere ihn. Ich hoffe, oh, Jungs, wir müssen nachgucken, ob wir da die 800 voll gemacht haben. Wenn immer noch nicht, dann wirklich Schande über euch. Aber es hat eben nur einer gefehlt, deswegen bin ich da ganz confident. Dass wir da, haben wir aktiv empfohlen. Deswegen sollte. Let's go, über 800, Jungs. Super stark, dass ihr, wenn ihr alle da wart. Ja, Hilfe. Da. Was für Glück gegen Bayern. Sei froh, dass PSG die Chancen nicht verwertet hat in der ersten Halbzeit. Dann wäre viel früher Schluss für Bayern. Das kannst du auch genauso auch von Bayern sagen, dass Bayern die Chancen nicht verwertet im Hinspiel. Ui, Florenzi. Athletisch in der Luft, akrobatisch. Kriegst du mir ein Like, danke. Haben wir, wie sieht's mit den Like aus? Ach, ist auf seinem Zeitkanal, ja, ich weiß. Oh, guck mal, 153 Likes, auch wieder wild. Kennst du Hansos? Jo, sag mir was. Messi oder Ronaldo? Ich bin absolut Messi-Fan. Absolut Messi. Oh, 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 rote Karte gegen Di Maria. Rote Karte gegen Di Maria. Gönn ich ihm richtig. Gönne ich ihm richtig Neymar mit der. Di Maria mit einer roten Karte. Gönne ich ihm richtig. Gönne ich ihm richtig. Ich will die Wiederholung sehen, ich hab's gar nicht gesehen. Di Maria einfach rote Karte bekommen. Rote Karte, hab ich gelb gesagt, rote, Digga. Ja, so dumm, Digga. So dumm. Er tritt ihm einfach. Er schlägt, also schubst sich so ein bisschen mit dem und dann
er holt den Ball und dann tritt er ihm halt so extra auf den Fuß, Digga. So, so dumm von Di Maria, so verdient die rote Karte. Das war's, das war's. Das war's. Ja, so dumm und unnötig, Digga. Einfach nur ein Frustfoul. Frustfoul. Manchmal im Spiel, es war außerhalb des Spielfelds. Bei einem Einwurfszene, Digga. So lost. So lost. Ah. Di Maria ist so hässlich und blöd. Ach man, ich genieße das richtig. Ich genieße das richtig. Oh, dieser ganze Frust von dem Spiel Bayern gegen Paris, er fällt einfach ab, Digga. Zwei Gegentore kassieren, sie sind raus und es gibt auch noch glattrot, Mann. In beiden Spielen gab es eine glattrote Karte. Wie schön. Wie schön. Oh, oh, traumhaft. 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 Boah, yeah, yeah. Phil Foden auf außen, Verratti mit einem Foulspiel gegen Foden, das gibt eine gelbe Karte, das ist total unnötig eigentlich, ja, gibt die gelbe Karte gegen Verratti, für wen bist du, ja, für Man City, Digga, das ist übel geil. Scheiß, sei doch leise, sie haben Bayern rausgeworfen, oh nein, jetzt wurde es gelöscht, Bayern rausgeworfen, einfach besser, ja, und jetzt kriegt Paris voll aufs Maul. Ich gönn's Paris richtig, ja, Mann, ich auch. Und Zienko, oh, Zienko beschwert sich jetzt auch so dumm von ihm. Der kriegt auch von Fernandinho, dem Kapitän, eine aktive Ansage, dass er hier nichts machen soll. Ja, Zienko kriegt auch die gelbe Karte, Mann. Können wir mal bitte, Jungs, ich glaube, ich mache daraus ein Video aus den Reaktionen aus dem Hinspiel und dem Rückspiel. Können wir mal bitte einmal im Chat schreiben, alle, ich gönn's PSG verdient raus. Können wir das bitte einfach, könnt alle im Chat einmal spammen, PSG verdient raus. Können wir das bitte machen, Jungs? Kurz, bist du Erfolgsfan? Nein. Ich würde sagen nein, andere sagen vermutlich ja, weil du Bayern-Fan bist, aber Nein, Mann. Können bitte alle mal schreiben, Paris verdient raus. So verdient gegen Paris. Man City besser. Bitte, Jungs, Kuss geht raus an alle, die das machen. Ey, Jungs, richtig gute Arbeit, Mann. Nehmt euch daran ein Beispiel und schreibt es einfach rein, Mann. Sehr stark. Kuss geht raus. Hans Wurst, du hast ein bisschen kaputt gemacht. Jungs, stark. Von, was haben wir denn hier? Von VfB Update bis... Ah, guck mal. Von VfB Update bis VfB Update waren alle drin. Sehr stark, Jungs. Kuss geht raus. Sehr gute Arbeit, Mann. Sehr gute Arbeit. Das kommt schön ins Video. Ach, wie schön, Jungs. Vielen, vielen Dank. Ich war drin. Oh, wie schön. Oh ja, stimmt. Nee, Erik hat alles angefangen. Von Erik bis... Jo, von Erik bis VfB Update haben wir alle drin. Denkst du, dass Man City die beste Mannschaft des Jahres ist? Man City ist des Jahres war. Keine Ahnung, das ist halt noch. Wir haben halt noch ein halbes Jahr vor uns. Außer du meinst halt die Saison. Aber die ist schon sehr stark gespielt. Schon sehr stark gespielt. Ui, und Mahrez, gut gegen Kimpembe, zieht in die Mitte, Riyad Mahrez, der Schuss wird geblockt. Mahrez Schuss wird leider geblockt, oder wird geblockt, zu meinem Glück, ich könnte den Tipp richtig haben, Digga. PSG, die Loser, oh, gibt eine gelbe Karte gegen De Bruyne. Ich glaube, bei Paris wird halt leider auch noch, also nicht nur leider, sondern bei Paris wird, glaube ich, noch einer fliegen. Bei Paris wird noch einer fliegen, Mann. Gelbe Karte gegen Kevin De Bruyne. Aber bei PSG wird safe noch einer fliegen. Die sind richtig frustriert. Die sind richtig frustriert.
Einfach Karma, ja, Real Talk, Viertelstunde noch, Mann, ich bin zu gut gelaunt. Ich werde mich gleich direkt noch dran setzen und da irgendwas versuchen, was ein lustiges Video rauszuschneiden. Ich versuche gleich noch ein lustiges Video daraus zu machen, aus den Reaktionen aus dem Hinspiel und hier aus dem Rückspiel, Mann. Und dann machen wir irgendwas Lustiges draus, so als Bayern-Rache. Ich versuche da was Lustiges rauszumachen. Das lade ich direkt morgen früh hoch. Direkt morgen früh, 8.30 Uhr. Stell's auf 8 Uhr oder so. Keine Ahnung, 9 Uhr sowas, die Ecke, 9 Uhr. Bayern hat das wichtige Spiel gegen Paris gewonnen, ja, genau. Würde Bayern gegen City verlieren, wenn sie geschwächt sind wie gegen Paris? Vermutlich ja. Aber Bayern hat so einen starken Kader, dass, also ich würde sagen, kann auf jeden Fall, aber Bayern könnte auch gewinnen. Das wäre ein super krankes Spiel auf Augenhöhe geworden. Vielleicht mit einem leichten Vorteil City, vielleicht City leicht im Vorteil, aber es wäre ein krankes Spiel geworden. PSG gerade so aggressiv, oder was meinst du? Ja, absolut. Also da wird vermutlich noch einer fliegen. De Bruyne läuft Navas an, wow, und holt sich da fast den Ball. Junge. Eieiei. Man City immer noch aggressiv, auch nur Viertelstunde vor Schluss. Krass. Sportschino hat aufgegeben, sonst würde er Mbappé bringen. Ja, aber ich meine, du liegst mit 2 Toren hinten. Du musst jetzt 4 Tore schießen. Ne, dann reichen 3. Weiß es nicht, Mann. Ja, und du bist einmal in Unterzahl und vermutlich wird noch einer fliegen, Digga. Wie hat die Maria Rot bekommen? Der Ball war im Aus, er wollte den holen für einen Einwurf und Fernandinho ist auch mit rausgegangen. Fernandinho ist auch mit rausgegangen, hat Neymar ihn erst so ein bisschen weggeschubst, Fernandinho ist weitergelaufen, hat Neymar ihn einfach, hat den Ball aufgehoben und ihm so richtig unnötig extra gegens Bein getreten. Das war so übertrieben lost, ganz lost. 3 für Verlängerung, es kann keine Verlängerung geben. Gündogan läuft durch. Ah, wartet da, zieht da zurück. Ja, macht das sicher, Mann. Ich find's richtig lustig, Mann. Ich find's richtig lustig. Ich muss mal gucken, ob ich den nicht vielleicht sogar noch. Ich hab ja aus dem. Ich glaube, aus dem Stream hatte ich ja schon was runtergeladen. Warte mal, Videos. Ah, nein. Oh, ich hab's nicht mehr. Schade. Na, ich hab's nicht. Schade aber auch. Oh, Foden nochmal mit einem Pfostentreffer. Junge. Alter, Foden mit einer wundervollen Aktion. PSG wie so kleine frustrierte Kindergartenkinder, die die Schaufel geklaut bekommen haben. Aber jetzt gilt das Motto faulen, klar. Jetzt holt man sich die Schaufel zurück und schlägt das Kind damit, was es weggenommen hat. Ja, Neymar jetzt auch überaggressiv, wenn die so ein paar Zweikämpfe verlieren. Das ist ganz dumm. De Bruyne schießt aus der Distanz, weiter nehmen. Spielst du FIFA? Nur noch Pro Clubs. Verlängerung unmöglich, richtig. Ich bin raus für heute. Hau rein, schönen Tag noch. Foden so krass in der Champions League. Ey, insane. Foden wirklich insane. Foden ist, der ist wirklich super stark. Super stark. Ich liebe deine Streams. Gewinn immer mehr an Qualität. Seid ihr gegönnt. Vielen, vielen Dank, Mann. De Bruyne gibt nochmal einen Eckball. Vielen, vielen Dank auch für das Kompliment. Wieso macht Neymar keine Schwalben mehr? Was bringt ihm das? 2 Schwalben und der fliegt auch vom Platz. Eckball wird jetzt hier von Mahrez getreten. Ich glaube, aber auch Foden kam cool noch. Morgen muss Chelsea gewinnen. Hoffen wir es doch mal. Neymar dribbelt durch den eigenen Strafraum. Spielt den gut raus. Wie ist bei Real Chelsea? Die haben im Hinspiel 1-1 gespielt. Auswärtstor, also war in Madrid. Kannst du mal einen FIFA-Stream machen? Ja, muss ich wirklich mal wieder machen, die Tage. Wirklich mal. Ich habe jetzt gerade mit Schule ein bisschen Stress, so, weil Arbeiten und so kommen. Das zackt ein bisschen, aber.
De Bruyne nochmal abgelegt. Foden. Den hat Navas. Den hat Navas. Neymar so los. Ich würde für das Spiel sterben. Das spielt so schlecht. Muss jetzt leider auch raus. Gruß geht raus und bis zum nächsten Stream. Klar, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe auch alle anderen. Ich habe die Seite noch nicht gemacht, mache ich morgen früh. Ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend auf jeden Fall wieder bei Real gegen Chelsea. Beziehungsweise Chelsea gegen Real. Vielleicht weint Neymar in 10 Minuten wieder wie beim Endspiel in Lissabon. Ja, passiert mal. Morgen mein Video direkt da. Na, hoffen wir es doch. Hoffen wir es doch mal. Ich versuche was Lustiges rauszumachen. Ich gebe mir richtig Mühe. Ich gebe mir richtig Mühe, da irgendwas Lustiges rauszumachen. Wenn ich es heute Abend, wenn ich gleich nicht mehr packe, dann stehe ich morgen auch extra viel auf, Mann. Bin auch weg, Schulaufgaben kicken, alter Wild. Magst du kümmere ich mir als ZDM oder RV? Auf jeden Fall ZDM. Bist du Star Wars Fan? Absolut. Absolut. Am allermeisten feiere ich halt die alten Filme, Digga. Die waren richtig wild. 10 Minuten noch. 10 Minuten noch in diesem Spiel. Bin auch auf, Bro, muss noch Aufgaben für Konferenz machen. Bye, reinhauen, Mann. Ja, Real wird das nicht packen gegen Chelsea. Kannst du auch das Video erst um 10 hochladen, ist nicht schlimm. Nein, ich mach das, ich, ja, 9 oder 10, juckt nicht, ja. Aber mal gucken, ich versuch so früh wie möglich. 10 Minuten hier noch in diesem Spiel, Mann. Paris kommt noch weiter, klar. Die sind ja auch bloß einer weniger und müssen 3 Tore schießen. 4. Jesus und Raheem Sterling werden nochmal eingewechselt. Gabriel Jesus und Raheem Sterling kommen, Kevin De Bruyne geht. Dafür kommt Gabriel Jesus. Und vermutlich wird auch Mahrez gehen, der Doppeltorschütze. Digga, und ich könnte meinen Tipp halt actually richtig haben. Ich könnte meinen Tipp richtig haben. Ich bin ein Tier. Let's go. Let's go. Warum ein halb weniger? Was? Warum ein halb weniger? Was ein halb? Ich hoffe, die ganze Mannschaft von Neymar jubeln. Ich böte so dafür. Ja, das wird nicht passieren, Mann. Ich bin so halb Star Wars Fan. Und halb Star Wars sucht die. Okay, feier dich hart. Danke, Mann. Real Safe Champions League Sieger, egal ob. Ach, Digga, was auch immer. Nein. 5 in Musik wegen Internetprobleme, aber scheiß auf Musik, Bruder. Wenn du Fußballprofi werden willst, dann brauchst du keine Musik. True. True. Eckball wird geschlagen, gibt direkt noch eine Ecke. Wer ist ein Lieblingsspieler von City? Kevin De Bruyne, der Typ ist so krank. Hier passiert nichts mehr toremäßig. Nee, nee. Nee, nee. Das Spiel ist durch. Aber ich habe den Tipp wahrscheinlich endlich mal richtig, Mann. Das ist zu nice. Trinkst du heute Bier? Nein. Sag nein zu Alkohol. KMDD, keine macht den Drogen. Alkohol auch einer. Ganz schlimm. City hat die Champions League gewonnen. Na, noch nicht, aber ich gehe da fest von aus, dass sie das packen werden. Musik nervig. Ich habe zum Glück keine Musik mehr. Ich wurde gezwungen, entweder Musik oder Kunst zu wählen für dieses zweite Halb. Ich habe Kunst genommen. Machst du auch ein EM-Tippspiel? Habe ich für, ja, wahrscheinlich schon. Ach, ich habe heute auch schon wieder vergessen zu tippen, weil Champions League-Tippspiel ist es einfach nicht. Das dauert zu lange und zieht sich zu weit. Wir machen nächste Saison Bundesliga-Tippspiel und hoffentlich auch ein EM-Tippspiel. Das finde ich gut. Aguero wird auch noch kommen. Und Paris verliert den Ball nochmal. Gündogan spielt den raus. Oh, auf Mahrez. Mach bitte kein Tor, ich will den Tipp richtig haben. Puh. Walker, also Man City spielt immer noch mit vollem Einsatz. Man City spielt immer noch mit vollem Einsatz. Aguero!
kommt Sterling noch rein. Sterling ist auch ein. Sterling wurde schon eingewechselt. Und jetzt kommt geht Phil Foden und dafür kommt nochmal Sergio Kun Aguero. Was tippst du morgen bei Real? 2-0 Chelsea. Kennst du Adeyemi? Das sagt mir irgendwas, aber keine Ahnung, Mann. Stimmt, dass Man City noch nie die Champions League gewonnen hat? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Aguero! Zinchenko, schick doch mal Raheem Sterling. Bitte mach ihn nicht. Ja, der verstolpert den Ball. Der verstolpert den Ball. Man City hat noch nicht die Champions League richtig gewonnen, richtig. Nein, noch nicht mal halb gewonnen, aber die sind halt das beste Team, was noch drin ist. Deswegen haben die die besten Chancen. Man City hat noch nie die Champions League gewonnen. Google mal. Bro, nicht so aggressiv. Kann ja sein. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Becker wird mal geschickt. Ja, liegt sie zu weit vor, geht ins Aus. Feierst du Müller? Absolut. Ich konnte ihn früher nie so leiden, aber inzwischen Müller einfach Herz und Seele vom FC Bayern. Aguirre letzte Saison für City und die müssen die Champions League gewinnen. Das wäre ein guter Abschied. Ja, das wäre wirklich ein wilder Abschied, Mann. Kimpembe, das muss eine rote Karte sein. Frustfoul. Das gibt nur gelb. Junge, Kimpembe gerade mit so einem Foul, Digga. Das muss glatt rot sein. Digga. Junge, das muss glatt rot sein. Der hat zwar eine Chance auf den Ball, aber es ist halt so übertrieben, wie er da durchhaut. Er trifft ihn nicht richtig. Er trifft ihn nicht richtig, aber Junge, wie er da durchhaut, das muss eigentlich glatt rot sein. Digga, er wollte ihn da halt. Er wollte ihn halt so verletzen da, ne? Digga, das hätte ja so fett eine rote Karte geben müssen. Junge, das sah mies brutal aus. Alter. Das sah... Alter, sah das brutal aus. Junge. Ja, wow, 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 sah. Alter Schwede. Digga. Ich finde das gerade irgendwie richtig wild, wie er da einfach aus Frust ihn so wirklich komplett umhauen wollte. Junge, das sah richtig brutal aus. Es sah richtig brutal aus. Digga, ich feiere das gerade extrem. Gott, was war das? Nein, Neymar wird geschickt. Nein, schieß kein Tor, schieß kein Tor. Nein, 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 nein. Gönn mir doch den Tipp. Oh, Marquinhos. Raus. Sehr stark. PSG einfach nur ehrenlos, Digga. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde, aber das sah so brutal aus. Der Typ kommt einfach mit 100 km/h angerauscht und dann wirklich. Er hat ihn so versucht, ihn zu verletzen. Junge. Neymar oder so. Irgendwer liegt auf dem Boden. Und Danilo Pereira mit dem nächsten Frustfoul von hinten, Digga. Das ist halt lächerlich. Was für ein Frustfoul. Neymar liegt auch. Digga, ich finde das so lustig, dieses Foul irgendwie. Er ist da so brutal aus. Er hat ihn halt zum Glück kaum getroffen, ne? Deswegen ist es so lustig. Aber yo. Ja, Danilo Pereira, Digga, so unnötig. So unnötig. Junge,
Hi, ich bin neu. Chillig. Ich glaube, ich habe eben schon gelesen, dass du ein Abo da gelassen hast. Kurs geht raus, hab's euch noch nicht vorgelesen. Vielen Dank. Neymar hat auch noch Schmerzen. Neymar hat Schmerzen. Wie heißt du? Ich heiße Linus. Hoffen wir, OSC Lille, französischer Meister. Absolut niemand würde das PSG gönnen. Ja, ist halt wirklich so, Digga. Zwei Minuten gibt es nochmal Nachspielzeit. Es gibt noch zwei Minuten Nachspielzeit. Oh nein! Oh. Eieiei. Ei, nur ein Einwurf. Haaland oder André Silva? Haaland. Neymar, das sah eigentlich nach Handspiel aus, geht weiter, der hat nochmal Bock. Wird nochmal gefault für Fendinho. Bro, jetzt lass mir nicht einen Freischuss am Ende meinen Tipp kaputt machen, Digga. Lass mir nicht von einem Freischuss am Ende meinen Tipp kaputt machen. Das wäre ja so ehrenlos. Kimpembe macht noch Stress. Der will vom Platz fliegen noch. Feierst du Haaland als Bayern-Fan? Ja, Haaland ist ein absolutes Tier, Digga. Das bockt ihm zuzukommen. Wenn er gut spielt, wenn er schlecht spielt. Also Neymar steht jetzt im Freischuss bereit. Bitte mach ihn nicht, Digga. Mein Tipp geht auf dann. Bitte mach ihn einfach nicht. Fußballgott, bitte lass Neymar dieses Ding nicht machen. Lass ihn den einfach sonst wohin schicken. Einer liegt hinter der Mauer. Unter. Jawohl, und der Freistoß geht richtig weit raus. Das heißt, mein Tipp wird aufgehen. Let's go. Endlich mal ein richtiger Tipp, Mann. Let's go. Zu nice. So, zwei Minuten sind rum. Ref pfeift doch ab. Let's go, der Ref pfeift ab. Paris ist raus. Man City rächt sich für uns alle, für uns Bayern-Fans, Junge. Zu nice. Man City steht im Champions League-Finale, Alter. Let's go, Paris rächt sich für uns Bayern-Fans. Kuss geht. Ah, Man City rächt sich für uns Bayern-Fans an Paris. Let's go, Kuss geht raus an jeden einzelnen Man City-Fan, Alter. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich glaube, das nehme ich als Outro für das Video. Let's fucking go, Mann. Let's go. Tschüss, Paris. Oh, Jungs, nochmal Kuss. Können wir alle Tschüss, Paris, Bye-Bye, Paris bitte in Chat schreiben für das Video? Können wir alle nochmal Bye-Bye, Paris, Tschüss, Paris oder sowas für das Video reinschreiben, Jungs? Da würde nochmal ein fetter Kuss von mir rausgehen. Alle Bye-Bye, Paris, Tschüss, Paris und so schreiben. Das wäre ein Träumchen, Mann. Das wäre ein Träumchen, wenn ihr das nochmal alle rausschreibt. Tschüss, Paris, Bye-Bye, Paris und so. Das wäre ein Traum. Das wäre einfach nur traumhaft. Alle nochmal für das Video. Jungs, vielen Dank, Mann. Stark. Sehr stark. Sehr stark, Jungs. Sehr, sehr stark. Kuss geht raus, Mann. Kuss geht raus. So, das war's auch für heute. Wartet kurz, ich muss euch noch ein Video empfehlen, auf das ihr euch jetzt noch reinzieht. Ich muss euch noch ein Video empfehlen, was ihr euch jetzt reinzieht. Und zwar auf meinem Kanal habe ich vor ein paar Wochen einen Ex-Fußballprofi interviewt in der Halbzeitpause. Ich schicke euch den Link rein. Absolut sehenswert. Guckt es euch an. Ist zwar ein 10-Minuten-Video, aber... guckt es euch an, wenn ihr das noch euch jetzt noch anguckt, schreibt doch irgendwie einen Kommentar, ihr kommt vom Stream. Wieder einen Kurs rausgehen, alle, die es noch reinziehen. Ansonsten war's das. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Tag noch. Ich hoffe, ihr guckt euch morgen das Video, Highlight-Video aus dem Stream an, weil das wird hoffentlich richtig lustig. Ich gebe mir richtig Mühe, Mann.
Und ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder bei Real gegen FC Chelsea gegen Real. Bis dahin, reinhauen.